Durch Wahlen auf jeden Fall hat man da einen Einfluss, aber nein, weil viel nach den Wahlen ja dann oben passiert im Bundestag mit den Abgeordneten, die man ja gewählt haben, die ja dann die tatsächlichen Entscheidungen treffen. Ich, mir würde jetzt nicht so viel einfallen, außer dass ich wählen gehe, wobei ich nicht weiß, ob das ja ganz viel bringt. Also ich glaube, dass ich die Demokratie mitbestimmen kann, indem ich eben im Freundeskreis meine Meinung vertrete, die natürlich dann auch öffentlich versuche vertreten. Das heißt, nicht nur im Freundeskreis, sondern eben auch, wenn man in allgemeinen Gesprächen ist, vielleicht an der Theke, vielleicht irgendwo am Sportplatz, wo man Menschen eben kennt. Und so versuche ich eben die Demokratie auch weiterhin zu beeinflussen. Ich nicht. Ist bei mir, glaube ich, einfach ein Zeitthema oder ein Prioritätenthema. Ich würde jetzt sagen, nicht, außer dass vielleicht mein Job vielleicht so ein bisschen politisch angehaucht ist, weil das halt so vom Staat ist, aber mehr auch nicht eigentlich. Wir spenden für ein Hospiz zum Beispiel oder wenn sonst aktuelle Sachen zu spenden sind. Ich bin Mitglied beim 1. FC Köln. Ich sehe da Leute, da wird eben auch über Politik gesprochen. Wenn, dann gehe ich viel auf Proteste oder Demonstrationen, um gerade auf politische Ungleichheiten aufmerksam zu machen und den Menschen, die keine Stimme haben, eine Stimme zu geben, damit auch eine Aufmerksamkeit im Bundestag bei den Politikern, die wirklich eine Entscheidungskraft haben, oben ankommt und die dann auch Entscheidungen treffen können. Vielen Dank, herzlich willkommen, liebe Gäste, zur Präsentation, die wir alle zwei Jahre hier in diesem Raum haben oder in den Räumen der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich glaube, beim letzten Mal war es im anderen Raum. Am heutigen Tag, wie ich finde, denkwürdige Veranstaltung. Das, was wir den ganzen Tag über in der medialen Resonanz auf die Pressekonferenz, die heute Morgen hier stattgefunden hat, zur Präsentation unserer Mittelstudie erleben, ist besorgniserregend, was die Inhalte angeht und ist zunächst einmal für uns positiv, was die Wahrnehmung angeht. Wir haben heute eine mediale Wahrnehmung der Mittelstudie, die zeigt, dass in einer breiten medialen Öffentlichkeit die Dramatik, die hinter diesen Zahlen steckt, wahrgenommen worden ist. Deshalb will ich mich herzlich bedanken bei den Damen und Herren, die diese Studie für uns erstellt haben, die sie heute Morgen präsentiert haben, Sierzig und die Mitstreiterinnen auf dem Podium, die Sie gleich hier sehen werden, werden viel intensiver, als ich das in meinen Begrüßungsworten tun kann, auf die Inhalte, auf die Zahlen, auf die Dinge, die sich aus der Studie heraus ablesen lassen, eingehen. Ich will mich deshalb auf drei kurze Bemerkungen beschränken. Zunächst einmal vielen Dank für die kurzen Clips, insbesondere für das Mitglied des 1. FC Köln, der Genosse in jeder Hinsicht von mir ist. Ich bin nämlich auch Mitglied des 1. FC Köln. Möchte hier erwähnen, dass das ein Profi-Fußballclub ist, in dem es ein AfD-Verbot gibt in der Mitgliedschaft. Und die Zahlen, die wir heute gesehen haben, auch der Titel, die distanzierte Mitte, zeigt zum Zweiten, dass die Zeit, ich habe das heute Morgen in einem Interview so genannt, der Gemütlichkeit vorbei ist. Die Gemütlichkeit in unserer Gesellschaft ist definitiv vorbei. Die Polarisierung ist mit Händen greifbar, sie ist in Zahlen messbar. Und was bitter ist, in einem Land wie der Bundesrepublik Deutschland, ist, dass es 6% Menschen gibt, offensichtlich, die sagen, wir brauchen einen starken Führer. Noch erschütternder ist die Zahl
von Menschen, die zwischen wertem und unwertem Leben unterscheiden. Ich gehöre einer Generation als westdeutsches Nachkriegskind an, die erzogen worden ist, aufgewachsen ist und ihr Leben gelebt hat in dem festen Glauben, dass sich das in Deutschland nicht wiederholen könne. Um zu sehen, dass es sich hoffentlich nicht wiederholt, aber dass wir aufgefordert sind, dafür zu sorgen, dass es sich nie wiederholen kann. Deshalb sind wir dankbar für diejenigen, die aus der Analyse heraus uns zeigen, was spielt sich ab in der Gesellschaft, die uns aber auch die Möglichkeit verschaffen, zu lernen, was zu tun ist in der Demokratie, um selbige zu schützen. Und damit bin ich bei meinem dritten Punkt. Der wachsende Rechtsextremismus, das Infragestellen von Institutionen, der entschlossene Wille, Institutionen der Demokratie zu erobern, um sie von innen zu zerstören, ist nichts Neues. Das gibt es in Europa bereits in Hülle und Fülle. Es gibt Länder, die werden bereits von Leuten regiert, die genau so arbeiten oder gearbeitet haben. Und das kommt mit einem in meiner Wahrnehmung gewissen Zeitverzug in der Bundesrepublik Deutschland an. Es ist aber jetzt da. Aber wir sollten auch lernen, was in anderen Ländern passiert ist und welche Mobilisierungsmöglichkeiten es gibt. Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen, von dem ich mir wünschen würde, dass wir uns daran orientieren. Eine rechtsextremistische Regierung in einem unserer wichtigsten Partnerländer, in Israel, versucht exakt das zu tun, was andere Länder bereits gemacht haben. Die Institutionen zu penetrieren, um sie von innen aus zu zerstören und auszuhöhlen. Die Gewaltenteilung in Frage zu stellen. Ich kenne kein europäisches Land, auch unser eigenes nicht, in dem es möglich wäre, an jedem Wochenende hunderttausende Menschen auf die Straße zu bringen. An jedem Wochenende, nicht einmal in einem Jahr, sondern an jedem Wochenende. Mit dem erklärten Ziel, sich die Demokratie nicht nehmen zu lassen, sie zu verteidigen und sie zu beschützen. Dann werden wir sicher hoffentlich sagen können, so weit sind wir in Deutschland nicht. Und die Dramatik, die man in diesem Land sieht, ist nicht übertragbar auf unser Land. Aber eine Sache ist klar. Der Satz des englischen Philosophen Edmund Burke, dass es für den Sieg des Bösen reicht, dass die Guten nichts tun, sollte uns Mahnung sein, wenn wir die Mitte-Studie genau lesen. In diesem Sinne herzlich willkommen. Und vielleicht auch in diesem Sinne ein Appell, wenn die Zeit der Gemütlichkeit vorbei ist, wenn es ungemütlicher wird, dann müssen die, die die Demokratie in Frage stellen, auch sicher sein, dass die, die sie verteidigen wollen, und für die Friedrich-Ebert-Stiftung ist das unser Gründungsauftrag, die Verteidigung der Demokratie. Unser Namensgeber war der erste frei gewählte Präsident einer deutschen Republik, von der extremen Rechten in diesem Land zu Tode gehetzt. Jung gestorben, aber mit einem Nachlass, der uns beauftragt, eine Stiftung zu gründen, deren Hauptaugenmerk demokratische Erziehung und Verteidigung demokratischer Werte ist. Für uns als sozialdemokratisch orientierte Stiftung ist das in unserer DNA. Also wenn die Zeit der Gemütlichkeit vorbei ist, dann sage ich der ungemütlichen extremen Rechten, mit uns wird es sicher nicht gemütlich, wenn es um die Verteidigung der Demokratie geht. Vielen Dank. Vielen Dank, Martin Schulz. Ich weiß, du hast noch Anschlusstermine, deswegen umso mehr ein großes Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns den Auftakt zu machen. Mein Name ist Franziska Schröter. Ich verantworte das Projekt gegen Rechtsextremismus hier in der Friedrich-Ebert-Stiftung, angedockt an die politische Bildungsabteilung, ans Referat Demokratie, Gesellschaft und Innovation. Und ich darf dann später die Diskussion noch moderieren, möchte einfach nur kurz noch drei Sätze verlieren zum Ablauf des heutigen Abends. Wir werden jetzt als allererstes einen Vortrag hören von Professor Dr. Andreas Zick, dem Hauptstudienleiter, Leiter an der Universität Bielefeld des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung, mit einem Großteil seines Teams seit Monaten am Rackern. Darüber hinaus auch noch ganz viele andere Autorinnen und Autoren, die hier in der ersten Reihe sitzen, die an diesem Buch mitgewirkt haben, die ich dann im Laufe des Abends alle noch mal so ein bisschen reinholen werde. Wir werden also jetzt als allererstes die Hauptergebnisse vorgestellt bekommen und danach
haben wir so eine Runde hier auf dem Podium, wo wir uns ein paar Themen rauspicken. Und ich werde dann sozusagen auch noch mal von den anderen Kapiteln die Autorinnen und Autoren mit nach vorne holen. Es wird aber auch noch Zeit sein, hier im Raum noch für ein paar Fragen. Ich muss mich entschuldigen, wir haben jetzt den Livestream, hallo an alle, die im Livestream dabei sind, haben wir jetzt keine Chatfunktion eingerichtet. Das tut mir leid, aber das wäre jetzt heute nicht mehr zu handeln bei diesem ganzen riesen Wellending, das wir uns hier heute mit der Mitte-Studie eingeritten haben. Vielen herzlichen Dank, dass Sie alle da sind. Ich darf noch darauf hinweisen, dass wir uns in diesem Raum so gut es geht und immer freundlich und antidiskriminierend verhalten. Ich werde im Notfall Sie auch noch mal darauf hinweisen, wenn wir diesen Raum der Debatte verlassen. Ich freue mich sehr auf den Austausch. Ich möchte auch noch mal unser geschäftsführendes Vorstandsmitglied Dr. Sabine Fandrich begrüßen, die sich ebenfalls, glaube ich, auch viel anderes zu tun hätte, aber trotzdem hier mit uns ist. Vielen herzlichen Dank auch dir, Sabine. Und ich darf jetzt Professor Dr. Andreas Zick für die Hauptergebnisse hier nach vorn bitten. Vielen herzlichen Dank. Das wird jetzt angeschaltet. Du hast alles. Gut. Ja, dann sage ich erstmal herzlichen Dank für die Förderung der Studie. Das war schon anstrengend. Sie werden gleich sehen, warum. Da kommen große Daten rein und bis zu einem Buch, das ist nur eine kurze Frist. Ich danke der Studie, danke der Friedrich-Ebert-Stiftung. Es ist gut, dass sie das durchhält, diese Studie durchzuführen. Ich glaube, das ist uns heute allen klar, weil wir damit auch einen Beitrag zu öffentlichen Debatten liefern. Ich werde nicht viel sagen zur Methodik dieser ganzen Studie. Diese Studie ist nach allen Kriterien, die wir anlegen können, eine zuverlässige repräsentative Bevölkerungsumfrage, das ist die Grundlage. Die Studie, der Hauptteil der Befragung ist gelaufen im Januar bis Ende Februar 2023. Am Rande im März kriegen wir dann Daten, dann bereinigen wir die nochmal und dann irgendwann im April fangen wir an zu schreiben. Das ist also ein relativ großer Kraftakt. Es ist damit aber auch eine sehr aktuelle Studie. Ich will nur so viel sagen, das ist eine telefonische Befragung, in manchen Teilen, weil es dort eben um hochsensible Einstellung geht, demokratiegefährdende Einstellung, extremistische Einstellung, ist so eine Telefonbefragung ein gutes Instrument, weil wir da eine Situation haben, in der Menschen dann eher auch bereit sind, in diesem geschützten Rahmen ihre Einstellung kundzutun. Mittlerweile haben wir eine 50% Festnetz und 50% Mobilfunknummerquote. Ich weiß gar nicht, Herr Faulbaum, der das Survey-Institut leitet, ist auch hier im Raum. Wir beauftragen ein solches Institut und können dann auch kontrollieren, ob die Daten gut sind, die wir dort haben. Wir haben über 2000 Befragte, wie gesagt repräsentativ, 52% Frauen, 48% Männer und wir befragen volljährige Personen. Jetzt kommt wieder so ein Teil, auch eine Mitte-Jugend-Studie würde mir gut gefallen. Die zentralen Fragen, die wir mit der Mitte-Studie verbinden, sie bleiben zum Teil gleich und zum Teil verändern sie sich, weil natürlich unsere Zeiten sich verändert haben. Martin Schulz hat ja am Anfang auch etwas gesagt zu den Zeiten, die gerade vielleicht in einem anderen Zustand sind als noch vor 2 Jahren, als wir auch hier gesessen haben und beunruhigt waren. Wir brauchen einen langen Atem, glaube ich, was das betrifft. Wir haben 4 zentrale Fragen. Erstens, wie verbreitet sind rechtsextreme, menschenfeindliche und demokratiegefährdende Einstellungen in der Bevölkerung? Das ist die Kernfrage. Und das ist die Kernfrage einer Mitte-Studie und vieles andere tut sie nicht. Aber das ist die Kernfrage. Was passiert eigentlich in einer Demokratie, wenn in der Mitte und nicht im organisierten Rechtsextremismus, wenn in der Mitte Menschen, rechtsextremen, menschenfeindlichen und demokratiegefährdenden Einstellungen zustimmen. Zweitens, welche längerfristigen aktuellen Entwicklungen gibt es? Einige werde ich Ihnen nennen, andere werden hier gleich diskutiert. Drittens, und jetzt kommt der spezielle Fokus, welchen Einfluss haben Krisen auf die Distanzierung der Mitte von der Demokratie? Wir kriegen sehr oft die Frage, warum distanzierte Mitte? Das ist so der gruselige Teil einer solchen Studie, was steht denn vorne drauf? Vor 2 Jahren war es die geforderte Mitte und jetzt ist die distanzierte Mitte. Das war eigentlich nicht das, was wir im
im Fazit geschrieben haben, was die Mitte tun sollte, aber nun gut. Und bei der Distanzierung geht es eben um eine Mitte, die sich von demokratischen Grundwerten und Normen entfernt, sich distanziert, sich nach rechts hin bewegt und eben zum Beispiel über rechtsextreme Einstellungen Grundwerte und Normen noch stärker zur Disposition stellt oder auch demokratische Institutionen das Vertrauen abzieht. Und die fünfte Frage ist, wo können Demokratieforderung und Förderung und politische Bildung ansetzen? Das ist der Teil, der jetzt folgt. Jetzt kommt der schöne Teil. Der schöne Teil ist der, dass wir jetzt eben öffentliche Debatten erzeugen wollen, aber eben auf der Grundlage von Daten. Und wir wollen versuchen, möglichst mit unseren Auswertungen solide und zuverlässige Daten zu präsentieren. Deswegen finden Sie in dem Buch sehr viel Statistik. Das sind die Themen. Die Themen sind im Kern die demokratiegefährdenden Einstellungen. Dazu gehören rechtsextreme Einstellungen, der Populismus, der Rechtspopulismus, aber auch völkisch-autoritär-rebellische Einstellungen. Vor 2 Jahren haben wir entdeckt, in der Corona-Pandemie bilden sich in der Mitte in bestimmten Milieus Überzeugungsmuster. Die können wir zuverlässig messen. Die sind nicht einfach rechtsextrem, nicht einfach rechtspopulistisch. Wir haben sie völkisch-autoritär-rebellisch. Die Wut wird als politischer Widerstandsakt inszeniert. Und dann dritter Aspekt, die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Wir konzentrieren uns in diesem Jahr mit diesem Buch besonders auf den Rassismus. Dem Rassismus liegen unterschiedliche Feindseligkeiten gegenüber Gruppen zugrunde, den Antisemitismus, den Heterosexismus und den Klassismus. In Krisenzeiten liegt es nahe, auch zu gucken, wie sind die Einstellungen gegenüber Gruppen, die es viel schwieriger haben, durch Krisen zu kommen. Und dann haben wir geguckt auf Krisenkontexte und da nochmal tiefer gebohrt. Krisenkontexte sind Verunsicherung. Krisen verunsichern Menschen, alle. Werden wir gleich Daten sehen. Aber Krisenzeiten sind auch Zeiten von Inflation. Mit dem Blick auf die Inflation, inwieweit dringt eine Marktlogik eigentlich an die Stelle einer Demokratielogik? Der Krieg Russlands in der Ukraine spielt eine Rolle. Dazu haben wir ein Kapitel. Den Klimawandel und die Energiewende, das sind also auch konfliktäre Themen, wie Sie sehen. Und auch die Einsamkeit. Und da haben wir die Expertin zu eingeladen, mitzumachen. Aber was wir aber auch gemacht haben, wir haben etwas Neues gemacht in dieser Mitte-Studie. Wir haben einen Mittendrin da reingebaut. Das heißt, wir haben dort Essays und Zusatzanalyse. Wir haben geguckt, gibt es so etwas wie eine Querfront in der Mitte? Das heißt, linke und rechte Ideologien mischen sich. Menschen stimmen eigentlich beidem zu. Dann haben wir mitten in die Ausländerbehörden geguckt. Da freue ich mich sehr drüber, über das Kapitel, denn das hat Suat Lambrubal publiziert. Die hat bei der letzten Mitte-Studie mitgeschrieben. Dann hat sie ein Buch publiziert. Jalla, Deutschland, wir müssen reden. Lesenswert. Dann haben wir in den Sportverein geguckt. Hans Delto ist hier, weil der Sportverein, es steht auch eine Europameisterschaft bevor. Die Welt zu Gast bei Freunden oder Feinden. Oh Gott, oh Gott. Und dann haben wir aber auch ein Kapitel in dem Buch, Aufwachsen in Armut. Ich glaube, heute ist ein Kind hier, der Theo ist irgendwo hier. Es geht ja auch um die Fragen, ja, es ist tatsächlich ein Kind hier, der Theo. Und es geht auch um die Frage, wie wachsen denn zukünftig Generationen hier auf in diesem Land? Es geht ja um langfristige Projekte. Was ist das, wenn Menschen in Armut aufwachsen? Zunächst einmal, das messen wir auch, Grundorientierung zur Demokratie. Das ist ja relevant, dass wir das bemessen auch in den Grundorientierungen. Und zunächst gibt es da immer ein positives Ergebnis. 87% der Befragten sind der Meinung, in einer Demokratie sollte die Würde und Gleichheit an erster Stelle stehen. 87%, das ist eine satte, absolute Mehrheit. Aber 2018-19 waren es 93%. Und dann mitten in der Corona-Pandemie 88%. Das heißt, wir sehen auch Würde und Gleichheit, das sinkt etwas weg. Da verlieren wir in der Mitte Prozente. 67% sind der Meinung, wir müssen uns stärker für eine vielfältige und offene Gesellschaft engagieren. Wir werden vielfältiger und offener. Ob wir das wollen oder nicht, sind 67%. 2018, 2019 waren es fast 75%. Auch da Rückgang.
in Kern, ich bin noch nicht beim Rechtsextremismus, in Kernorientierung. 57% sagen, die deutsche Demokratie funktioniert im Großen und Ganzen ganz gut. Es waren mal 65%. 39% sind der Meinung, die Demokratie ist in erheblichem Maß gefährdet. Es waren 34. Das heißt, Demokratiegefährdungen werden durchaus wahrgenommen. Und jetzt sehen Sie schon einen kleinen Widerspruch. Auf der einen Seite in der Mitte zieht man die Grundorientierung zur Demokratie ab. Das reduziert sich. Auf der anderen Seite nimmt aber die Bedrohungslage wahr. Das ist ganz interessant. Die Menschen stellen fest, irgendwas stimmt hier nicht. Aber auf der anderen Seite führt das nicht zu einer Stärkung von Demokratie. Das ist ambivalent, aber mit solchen Ambivalenzen müssen wir uns beschäftigen. Und das war die Botschaft heute über den ganzen Tag, die ja dann auch diskutiert wurde, wofür wir viele Fragen zu bekommen haben. Ja, bemessen an einer Zustimmung zu 18 klaren rechtsextremen Aussagen, das ist ja das, was das Mitte-Team, was diese Mitte-Studien 2006 begonnen hat, dann mit anderen WissenschaftlerInnen entwickelt hat, bemessen an dem rechtsextremen Weltbild eindeutige Zustimmung zu 18 rechtsextremen Einstellungen, steigt es jetzt von ungefähr 2% auf 8% in der Mitte. Es sind Menschen in der Mitte zu 8% etwas drüber, die stimmen dort zu. Der Anstieg ist schon relativ stark. Da reden wir nicht über einen Rechtsextremismus in einem extremistischen Milieu. Was wir aber auch sehen, ist, dass der Graubereich die teils Zustimmung auch ansteigt und die Ablehnung, und das sollten wir ja in der Demokratie können. Wir sollten ja nicht irgendwie nur überlegen, was bedeuten Zustimmung und Graubereich, sondern wir sollten fähig sein, rechtsextreme Einstellungen abzulehnen. Der Nationalsozialismus hatte auch seine guten Seiten, sollten wir fähig sein zu sagen, nein, und ich weiß warum. Aber dieser Ablehnungsbereich geht eben auch zurück. Wir haben ja diese Konzeption übernommen, haben sie beibehalten, wir prüfen sie immer wieder. Wir können sagen, der Rechtsextremismus, das rechtsextreme Weltbild setzt sich zusammen aus einer Befürwortung von Diktatur, dem Nationalchauvinismus, der Verharmlosung des Nationalsozialismus, der in Anführungsstrichen Fremdenfeindlichkeit. Ich will mit dem Begriff nicht Menschen zu Fremden machen, aber es geht um eine generalisierte Abwertung, Markierung von Gruppen als Fremde, dem Antisemitismus und einem Sozialdarwinismus, der völkisch-national eingefärbt ist. Und auch hier sehen wir, dass wir zum Teil stärkere Zustimmung haben in Einzeldimensionen. Der Nationalchauvinismus, den wir ja an vielen Stellen jetzt quer in Europa sehen, die Rückbesinnung auf das Nationale mitten in einer Krise, mitten in der vielleicht Unfähigkeit, Migrationskompromisse auszulösen, da fallen die Länder in nationalen Chauvinismus zurück, findet fast 17% Zuspruch. Die Ablehnung, die generalisierte Ablehnung von anderen, die Markierung als Fremde bei 16%. Und Sie sehen, der Antisemitismus liegt bei 5,7% und gleich werden Sie sehen, in Teilen eben auch höher. Und auch hier ist der Graubereich wieder angestiegen. Das heißt, die teils Antworten nehmen da auch zu und sind beachtenswert. Beispiele für rechtsextreme Einstellungen, damit wir eben nachvollziehen können, warum bezeichnen wir das als solches. In was Deutschland jetzt braucht, ist eine einzig starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert. 24% sind im Zustimmungsbereich. Jede 10. befragte Person im eindeutigen Zustimmungsbereich. Das oberste Ziel der deutschen Politik sollte es sein, Deutschland die Macht und Geltung zu verschaffen, die ihm zusteht, fast 20%. Der Nationalsozialismus hatte auch seine guten Seiten, 8%. Die Bundesrepublik ist durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maß überfremdet. Da stimmen 28% zu, 22% sagen teils. Auch heute noch ist der Einfluss der Juden zu groß, 12% stimmen dort zu. Jede 2. Person lehnt es auch ab. Aber dieser Ablehnungsbereich wird kleiner. Und es gibt wertvolles und unwertes Leben. Martin Schulz hat das angesprochen. Also eine sozialdarwinistisch-völkische Dimension, in die der Bemessung von Gesellschaft eindringt. 12% stimmen dort zu. Und weitere 12% sind im Teils-Teils-Bereich. Gucken wir nach Ost-West-Unterschieden, dann sehen wir tatsächlich, der eine Effekt ist, es ist relativ stabil, der Ost- und Westunterschied, das sind befragt in Ost- und Westdeutschland. Der Unterschied ist weiter da, Sie sehen das durch die roten Kästen, das sind die höheren Werte im
Osten. Er ist stabil, diese Differenz ist stabil und ist besonders da, wo über die letzten Jahre hinweg sich auch Rechtsextremismus hat verankern können. Auch mit sogenannter Westhilfe, wenn man das mal sagen kann. Wir sehen aber auch in Westdeutschland zum Beispiel bei der generalisierten Abwertung von Fremden 15% Zustimmung. Und das müssen wir jetzt einbetten in Kontexte. Denn wenn wir diesen Ost-West-Unterschied dann durchrechnen, da finden Sie im Buch viele Analysen zu, dann kann dieser Ost-West-Unterschied auch geringer ausfallen, wenn wir insbesondere uns angucken, welchen Effekt hat denn das Alter. Ja? Und da sehen wir etwas, was wir wichtig fanden für diese Präsentation zur Diskussion stellen wollen. Die 18- bis 34-Jährigen fallen wieder auf. In den letzten Jahren war das nicht so ein großer Unterschied, aber Verharmlosung des Nationalsozialismus ist bei den 18- bis 34-Jährigen mit 8% hat es den höchsten Wert, der Antisemitismus bei 9%, der Sozialdemokratismus bei fast 11%, ein manifest rechtsextremes Weltbild, 18 Aussagen eindeutig zustimmen, liegt bei 12%. Und dann fallen die Mittelalten auf, da gehöre ich auch noch zu, stelle ich gerade fest, Nationalchauvinismus 19% und diese generalisierte Abwertung von anderen. Aber es gibt hier einen Bildungseffekt. Und jetzt müssen wir bitte bedenken, die 18-Jährigen, die wir befragt haben, waren vor 5 Jahren 13-Jährige. Was ist da eigentlich passiert in dieser Zeit? Wir haben uns auch angeguckt, wie ist das rechtsextreme Weltbild, also diese klare, eindeutige Zustimmungsbereich, wie ist das gestreut über die Parteien? Und was wir hier sehen, ist, dass wir unter den Sympathisanten, das hinterliegt die Sonntagsfrage, was würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag die Wahl wäre, 24%, unter denen, die AfD wählen würden, haben ein rechtsextremes Weltbild, das ist ein Viertel. Aber es fallen eben auch Befürworter anderer Parteien auf. Bei der FDP sind das fast 16%. Bei der SPD sind es fast 8%, bei der CDU 6%. Sie sehen es, die Linke 5% und bei den Grünen, das sind ja nicht die Parteien, sondern Sympathisantinnen und Sympathisanten der Parteien, fast 4%. Und dem müssen wir uns stellen. Und das ist ja auch eine Aufgabe in dieser Studie. Jetzt bitte schön, das habe ich heute Morgen schon gesagt, nicht reflexhaft zu sagen, ja, aber das kann so nicht sein. Sie können gerne an den Daten zweifeln. Aber das Leugnen bringt uns ja auch irgendwie nicht weiter. Deswegen wäre es schön, wenn wir dann in der politischen Debatte uns eine Auseinandersetzung damit haben. Warum verstehen Menschen, die so orientiert sind, vielleicht in einem linken Bereich, die rechtsextreme Einstellung nicht als rechtsextreme Einstellung? Was gefährlich ist, wir müssen erklären, wie sich jetzt der Rechtsextremismus aufbaut. Und was wir denken und viele in der Forschung, wir dokumentieren sehr, sehr viele aktuelle Forschungen und aktuelle Arbeiten, ist, es kann sein, dass Menschen sich über die letzten Jahre in den Rechtsextremismus hinein bewegt haben, weil sie sich radikalisiert haben. Auch in der Mitte müssen wir nach politischen Radikalisierungen fragen. Radikalisierung bis hin in die Gewalt. Also ein Extremismus in der Mitte, der geprägt ist von ideologischen Motiven und einer Billigung politischer Gewalt. Das basiert nach unseren Vorstellungen auf der Frage, wie sind denn die Demokratievorstellungen, wie verankert ist eigentlich das Werte- und Normgerüst? Das basiert auf dem Kapital, was die befragten Bürgerinnen und Bürger haben, nämlich Vertrauen in die Demokratie zu investieren oder nicht. Und das basiert aber auch auf der Frage, und das hatten wir schön in den Einspielern, wie eigentlich fühle ich, bin ich eigentlich selber wirksam in dieser Demokratie? Ja, merken ja Menschen, befragen sich danach. Und Demokratie, natürlich geht die Selbstwirksamkeit, die politische Selbstwirksamkeit, ist sie auch dann gegeben, wenn wir uns in Vereinen engagieren, in Parteien engagieren, in der Kirche, wo auch immer. Eine Radikalisierung schreitet voran, wenn Verschwörungsglauben zugestimmt wird, populistischen Meinungen über Politik, Demokratie, sich völkisch-autoritär-rebellische Einstellungen ausbilden. Deswegen bemessen wir daran auch eben die Frage, haben wir Radikalisierungsfaktoren? Mit Blick auf das Verhältnis der Menschen zur Demokratie sehen wir tatsächlich, die Befragten ziehen in Teilen verglichen zu den Vorjahren das Kapital zurück, was sie haben, nämlich das Vertrauen in staatliche Institutionen. Das messen wir immer nicht mit einer einzigen Aussage, sondern mit einem Aussagenbündel, was dann auch tatsächlich zuverlässig uns das messen lässt.
Das Vertrauen in staatliche Institutionen sinkt auf 52%. Ein Beispiel, alles in allem vertraue ich den staatlichen Institutionen wie Behörden, Gerichten und Universitäten in Deutschland. Da sehen Sie Beispiele. Das Medienvertrauen, da geht es vor allen Dingen um die öffentlich-rechtlichen, das heißt die Medien, die ja für die Grundversorgung verantwortlich sind, sinkt weg. Öffentlich-rechtliche Medien sind eine wichtige Säule unserer Demokratie, sinkt auf 66%. Und die politische Machtlosigkeit in gleichem Maße nimmt auf einmal zu. Leute wie ich haben sowieso keinen Einfluss darauf, was die Regierung tut. 39% ist genau das, was der Populismus behauptet. Ihr seid die Opfer, ihr habt keinen Einfluss. Das kann ich annehmen, das muss ich aber auch nicht annehmen. Schauen wir uns dann die demokratiegefährdenden Einstellungen an, die ich bereits genannt habe. Jetzt schreiten wir im Grunde genommen, gehen wir noch mal eine Stufe schärfer. Die Zustimmung zu Verschwörungsglauben, zu populistischen Meinungen, also Elitenkritik oder auch die völkisch-autoritäre bellischen Einstellungen. Das ist ein Wortungetüm, aber es fällt uns immer noch kein besseres ein. Verschwörungsglauben, Politiker und andere Führungspersönlichkeiten sind nur Marionetten der dahinterstehenden Mächte. Das ist ein Beispiel, wir haben mehr Aussagen, steigt auf 38% in der Mitte. Das hat sich stabilisiert. Das, was sich in der Pandemie entwickelt hat, stabilisiert sich jetzt und findet dann auch Zustimmung. Wird sich etwas stabilisiert, dahinter stecken natürlich Prozesse von Normalisierung. Wenn ich eine solche Meinung über eine erklägliche Zeit beibehalte, dann normalisiert sie sich. Die regierenden Parteien betrügen das Volk, habe ich schon genannt, den Populismus. Der Populismus in der Mitte, Zustimmung zu populistischen Bildern über Politik, steigt auf fast 33%. Und diese völkisch-autoritäre bellischen Einstellung, unser Land gleicht inzwischen mehr einer Diktatur als einer Demokratie. Oder unterschiedliche Völker sollten sich nicht vermischen. Da sehen Sie, der Grenzbereich zum Extremismus steigt in der Mitte wieder auf das Ausmaß 2018-19 an, solche harten Äußerungen. Um die Frage der Radikalisierung, und ich bin sehr vorsichtig mit diesem Begriff, und ich bin sehr vorsichtig mit dem Begriff des Extremismus in der Mitte, den bemessen wir aber daran, gibt es auch Zustimmung zur Gewalt. Das sind die Ergebnisse für die Billigung politischer Gewalt. Einige Politiker haben es verdient, wenn die Wut gegen sie schon mal in Gewalt umschlägt. Zu unserem einzelnen Item haben wir 13% Zustimmung. Da kommen aber noch andere Einstellungen dazu. Die Billigung politischer Gewalt verdoppelt sich im Vergleich zu 2018-19. In der Pandemie geht sie runter. Sie liegt jetzt in der Mitte bei 13%. Die Menschen sind der Meinung, das wäre akzeptabel. Das ist mehr als jede zehnte Person. Ich zeige Ihnen nicht die Teilzeitbereiche, finden Sie im Buch. Und gleichzeitig geht die Gewaltbilligung dann mit einer politischen Selbstverortung. Die Mitte bemisst sich danach, wie wir uns politisch verorten. Wir messen die politische Selbstverortung, wir fragen die Menschen, wie sie sich selber verorten im Links-Rechts-Spektrum. Und sie sehen, dass wir hier ein leichtes U haben. Wir sehen, dass die Gewaltakzeptanz unter jenen, die ihre politischen Ansichten rechts einstufen, am stärksten ausgeprägt ist. Darunter sind 35%, die Gewalt billigen. Wir finden sie eben auch bei jenen, die sich links einordnen. Wenn wir uns nun genau angucken, wer verortet sich da eigentlich in der Mitte? Wir haben die Frage gestellt, wenn Sie an Ihre eigenen politischen Ansichten denken, wie würden Sie sich selbst aufstellen, dann ist alleine mit dem Blick auf diese politische Selbstverortung, sehen wir einen Rechtsruck in der Mitte. Der Anteil derjenigen, die sagen, meine Ansichten sind in der Mitte, sinkt auf 55%. Der Anteil derjenigen, die sich ganz rechts verorten, ist stabil. Aber eben jene, die sich in der Mitte verorten, da sinkt es weg. Ein zentraler Aspekt, der bei diesen Beschreibungen von solchen politischen Überzeugungen eine große Rolle spielt, ist, wir müssen bedenken, dass Rechtsextremismus, Rechtspopulismus, dass auch so etwas wie ein völkisches Bild einer Bevorzugung von Diktatur, dass die Kritik an Demokratie, die Eliten schelte, ganz maßgeblich getragen wird von Feindbildern.
Der Populismus braucht ein Feindbild, der Rechtsextremismus braucht es. Das ist das Lebenselixier. Ohne das funktioniert das nicht. Deswegen haben wir die Menschenfeindlichkeit auch vermessen. Das machen wir im Rahmen der Mitte-Studie jetzt auch schon seit einigen Jahren. Und die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit gemessen. Und das unterteilen wir. Nur in den Krisenzeiten ist die Gefahr relativ groß, dass Menschen anfangen, Gruppen zu entdifferenzieren. Dass sie gerade in Krisenzeiten, viele Menschen das erleben als Konflikte und dann Gruppen abwerten, weil sie nach bestimmten spezifischen Zugehörigkeiten, wir beurteilen nach bestimmten Kategorien. Und wir haben das jetzt ein wenig neu geordnet. Wir haben gesagt, die vier zentralen Dimensionen, der wir die unterschiedlichen Facetten zuordnen, das ist der Antisemitismus. Der Antisemitismus, den wir ja seit vielen Facetten beobachten. Wir sind ja nicht die einzige Studie, die das tut. Das ist ein Rassismus. Dazu gehört auch die Muslim- und Islamfeindlichkeit. Dazu gehört Feindseligkeit gegenüber Migrantinnen und Migranten. Das basiert auf einer Klassifikation von anderen Menschen nach vermeintlichen Rassekriterien. Dazu gehört der Heterosexismus. Wir haben heftige Debatten um Gender und so weiter. Das wird angegriffen. Da geht es um Feindseligkeiten gegenüber queeren Personen, gegenüber anderen Menschen, die keine heterosexuelle Orientierung haben. Aber in Krisenzeiten ist auch der Klassismus ein großes Thema. Die Abwertung von Menschen, die arbeitslos sind, Abwertung von Menschen, die arm sind. Und hier sehen Sie in der Mitte, unter den Befragten in der Mitte-Studie, die Zustimmung. Der Antisemitismus liegt bei etwa 10%, der Heterosexismus bei 12%, der Rassismus bei 31% eindeutiger Zustimmung und der Klassismus liegt bei 18%. Das sind die eindeutigen Zustimmungsbereiche. Im Buch werden Sie auch wieder finden, die Teils-Teils-Zustimmung. Und im Buch werden Sie auch sehen, all diese Facetten sind in den vergangenen Jahren angestiegen. Die meisten Flüchtlinge kommen nur hierher, um das Sozialsystem auszunutzen. Diese Debatte steht bevor. Wir erleben gerade heute eine massive Debatte um die Frage Regulierung von Flucht. Ja? Und das kann kippen, das sind solche entzündlichen Themen, die kippen. 34% stimmen dem zu. Viele Juden versuchen aus der Vergangenheit des Dritten Reiches heute ihren Vorteil zu ziehen, 16%. Und fast 19% stimmen teils zu. Ich finde es albern, wenn ein Mensch lieber eine Frau sein will oder umgekehrt eine Frau lieber einen Mann, 17% stimmen dem zu. Bettelnde Obdachlose sollten aus den Fußgängerzonen entfernt werden, etwas, was rechtlich überhaupt nicht geht. Das geht nur unter ganz besonderen Bedingungen. 19%, 22% stimmen teils zu. Und dann haben wir ein Problem in dieser Gesellschaft, das schleppen wir jetzt fort. Vor 2 Jahren haben wir das sogenannte Zusammenhaltsparadoxon berichtet. Eine Gesellschaft, wenn wir vom gesellschaftlichen Zusammenhalt sprechen in einer Demokratie, dann gehören zu diesem gesellschaftlichen Zusammenhalt erstmal alle. Wir haben gefragt, ist der Zusammenhalt der Deutschen gefährdet? 2020/21 waren das 35%. Jetzt sagt jede zweite befragte Person, der Zusammenhalt der Deutschen ist gefährdet. Was wir dann gemacht haben, ist, wir haben uns mal angeguckt, jene Befragten, die dort zustimmen, die sagen, ja, der Zusammenhalt der Deutschen ist gefährdet, und jene, die dem nicht zustimmen, die das ablehnen, und den Graubereich, wie immer. Was Sie sehen, ist eine Wiederholung dessen von vor 2 Jahren. Wenn die Deutschen anfangen, darüber nachzudenken, ob der Zusammenhalt gefährdet ist, dann geht das einher mit mehr Antisemitismus, mehr Rassismus, mehr Klassismus und mehr Sexismus. Und das ist eigentlich ein Paradoxon, weil Sie sehen, dieser Zusammenhalt wird exklusiv gedacht. Kommen wir zu den Krisenkontexten, die wir genauer untersucht haben. Verunsicherung, Konkurrenz, Marktlogik, Krieg gegen die Ukraine, Klimawandel, Energiewandel und Einsamkeit. Wir haben Menschen erstmal ganz generell gefragt, sind sie eigentlich von Krisen betroffen? Dann haben wir 3 Facetten abgefragt. Wie sehr sind sie eigentlich persönlich von den Krisen betroffen? Wir haben dann einige Krisen im Interview, nennen wir dann einige Krisen und fragen dann, sind sie persönlich betroffen? 31% der Befragten finden sich persönlich betroffen. Dann haben wir aber gefragt, wie ist das eigentlich mit Menschen wie Ihnen? Sind Sie von Krisen betroffen? Das heißt, jetzt kommt der andere
aus meiner Gemeinschaft dazu, dann steigt die Krisenwahrnehmung auf 39%. Und dann haben wir gefragt, wie stark ist Deutschland Ihrer Meinung nach derzeit von Krisen betroffen? Und hier stimmen 45% zu. Das heißt, es gibt eine Differenz zwischen der individuellen, persönlichen Krisenbetroffenheit und der Frage, ist eigentlich dieses Land betroffen? Und das ist dann natürlich auch entzündungsfähig. Wie sicher oder unsicher fühlen sich angesichts der vielen Krisen und Herausforderungen? 42%. In Krisen können wir uns alle verunsichert fühlen, aber offensichtlich ist ein Unterschied, ob ich über mein Land nachdenke oder über meine persönliche Lage. Ah, das war's. Gucken wir uns nun an, unterscheiden sich eigentlich die Krisensicheren und Unsicheren in ihrer Demokratieorientierung, in den Zustimmung zu einem Anti-Establishment-Populismus, aber auch dann eben gemessen an diesem sehr harten Kriterium, weisen sie ein höheres und ein niedriges rechtsextremes Weltbild auf, sehen wir, die Krisenunsicheren, Unsicheren haben eine weniger starke Demokratieorientierung, während solche Menschen, die jetzt, und das messen wir über die drei, aus den drei Krisenverunsicherungen bilden wir einen Indikator, jene, die sich krisensicher fühlen, haben auch eine stärkere Demokratieorientierung. In der Krise nehme ich es wahr, in der Krise nehme ich aber auch Sicherheiten wahr, stärkere Demokratieorientierung. Während die Krisenunsicheren stärker einem Anti-Establishment-Populismus zustimmen, ein größeres, stärkeres rechtsextremes Weltbild haben. Da sind wir bei 12%. Und das können wir jetzt durchgehen für Menschenfeindlichkeiten, für Gewaltbilligung und so weiter. Sie sehen das gleiche Muster. Wir können in Krisen, kann die Gesellschaft mit Krisen, muss sie umgehen können, und mit Krisen können wir navigieren. Wir können wenn eine Demokratie, wenn eine Gesellschaft durch die unterschiedlichen, multiplen, miteinander verbundenen Krisen verunsichert sind, dann kommt es darauf an, wie wir durch die Krisen navigieren. In Bezug auf die Demokratie, haben wir gesagt, gibt es zwei Möglichkeiten, die Krise zu navigieren. Wir können die Gesellschaft schließen. Wir wissen das aus dem Trumpismus. Die Nation zuerst, Rückbesinnung auf das Volk und auf die Nation, das ist der Schließungsmodus. Wir können aber auch in der Krisenmodus eine ganz andere Navigation durchführen. Wir können sagen, in der Krise kommt es darauf an, Zusammenhalt, Solidarität und Expertise einzuholen. Deutschland sollte zuerst die eigenen Interessen durchsetzen. Jede zweite Person stimmt dazu, das deutsche Volk zeigt seine Stärke, sollte seine Stärke zeigen, jede zweite Person. Öffnungsmodus, die Gesellschaft sollte solidarisch mit den Schwächsten sein, da stimmen 70% zu, und auf die Experten und die Wissenschaft sollte gehört werden, 26%. Das Interessante ist, und das zeige ich mit dem Modell, die Krisenverunsicherung, wird sie von den Befragten, führt sie dazu, dass sie eher diesen Schließungseinstellungen, Rückbesinnung auf das Nationale, wenn sie zustimmen, dann geht das einher mit einem rechtsextremen Weltbild. Jene Befragte, die aber eine Öffnung, das besonders betonen, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, rechtsextreme Einstellungen abzulehnen. Das heißt, es kommt auf die Krisennavigation an. Das bringt mich zu dem Punkt, in solchen schwierigen gesellschaftlichen Situationen, wo es ja um Wettbewerbe geht, wo wir merken, es wird teurer, es wird knapper, wo es um Ressourcenkonflikte geht, da haben wir schon von vielen Jahren, Andreas Hilfermann und Eva Groß sitzen hier und wir werden das vielleicht auf dem Podium dann auch besprechen. Menschen fangen an, die Demokratie nach Marktlogik zu bemessen. Sie sagen eigentlich, was wir doch merken, ist, das ist ein Verdrängungswettbewerb. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir individuell unternehmerische Kapazitäten entwickeln. Wer das in der Gesellschaft nicht schafft, man muss es schaffen individuell, aber wer es nicht schafft, der ist auch selber schuld. So ein unternehmerisches Selbstbild entwickeln, was dann die Ansicht auf die Gesellschaft steuert. Und gleichzeitig kann es sein, dass Menschen, die diese Logiken an die Gesellschaft anlegen, auch krisenbetroffen sind. Und Krisenbetroffene, die sagen, die diese unternehmerische Logik auf die Bemessung von Gesellschaft anlegen und darauf ihre Einstellungen begründen, bezeichnen wir als entsichert Marktförmige. Entsichert Marktförmige zeigen eine stärkere Neigung zu Verschwörungsglauben, haben auch eine stärkere Absicht, die Partei AfD zu wählen, und in vielen anderen Facetten sind sie auch stärker ausgeprägt. Klima und Energie, wir haben in der Studie auch
das Konfliktfeld Klima und Energie bemessen. Und was wir dort gemacht haben, ist, wir haben klimaprogressive und regressive Haltung identifizieren können. Klimaprogressive und regressive Haltung, Sie sehen einige Beispiele. Ich finde die Proteste und Blockaden der Klimaaktivisten nachvollziehbar. Das ist so eine progressive Haltung, oder die Energiewende braucht mehr Bürgerbeteiligung. Das sehen wir verbreitet. Die Menschen in der Mitte sind auch dort weniger skeptisch gegenüber dem, was der Aktivismus macht. Es gibt aber eben auch klimaregressive Einstellungen. Wir sollten uns mit Russland einigen und wieder mehr Gas und Öl dort beziehen. Klimaschutz ist letztendlich Ökoterrorismus gegen die Bevölkerung, 21%. Wir sehen, ein nicht kleiner Teil in der Mitte ist progressiv, wie aber auch eben regressiv. Und gucken wir dann mal an, hier sehen Sie das. Ah, das können wir überspringen. Sehen wir uns dann mal an, verbinden das mit der Frage, wie hängt das eigentlich zusammen mit der Einstellung, wie wird der Krieg gegen Russlands in der Ukraine, gegen die Ukraine eigentlich bemessen? Dort haben wir uns unterschiedliche Sorgen angeguckt, die damit verbunden sind. Sehen wir, die größte Sorge der Befragten sind die steigenden Energiepreise. Es ist weniger die wirtschaftliche Entwicklung, der eigene Lebensstandard, es ist weniger die Anzahl der Geflüchteten und auch etwas weniger die Ausweitung des Krieges. Und jetzt gucken wir uns an, wie unterscheiden sich jene, die große Kriegsfolgen Sorgen haben, von denen, die sagen, die Ukraine verteidigt unsere europäischen Werte, und Befragten, die pro-russische Einstellungen haben. Russland verteidigt sich gegen die Bedrohung des Westens. Und auch hier gucken wir uns genauer an, jene, die kein rechtsextremes Weltbild haben, sind eben kritisch gegenüber, sind der Meinung, die Ukraine verteidigt europäische Werte, während jene, die sagen, Russland verteidigt sich gegen die Bedrohung aus dem Westen, also eine pro-russische Einstellung haben, die sehr deutlich stärker auffallen in einem rechtsextremen Weltbild. Das sind jene, die vor Kriegsfolgen Sorgen haben. Und das sind Sorgen, die dann eben über die Energie und so weiter die eigenen Lebensumstände treffen. Und da werden sie ja abgeholt vom Rechtspopulismus, ist es stärker ausgeprägt. Jetzt komme ich zum letzten Punkt. Wir haben uns auch angeguckt, und da bin ich sehr dankbar, Claudia Neu ist hier, zusammen mit Beate Küpper das analysiert. Während der Corona-Pandemie war das Thema Einsamkeit groß. Es gibt ja Länder, die da sogar Ministerien für gründen. Wir haben ja Menschen, die jenseits dessen Marktlogik und all dem, was wir gesehen haben, auch gemerkt haben, sie vereinsamen. Und wir haben Institutionen, in denen Menschen sitzen, wo die Versorgung runtergefahren wird, wo Einsamkeit steigt. Wir haben die Einsamkeit gemessen. Wie oft haben Sie das Gefühl, dass Ihnen Gesellschaft fehlt? 13% fühlen sich häufig einsam, 19 eher. Wir haben die unterschieden und wir haben dann mal geguckt, jene einsamen Menschen, öffnen sie sich dann vielleicht für Demokratie in fragestellende oder gefährdende Einstellung? Einsame Menschen sind stärker, haben stärkere Ausprägungen in Menschenfeindlichkeit, sie glauben eher Verschwörungsmythen und stimmen eher rechtsextremen Einstellungen zu als solche, die nicht einsam sind. Was dann bedeutet, wir können die Einsamen abholen. Hier sehen Sie die Ergebnisse. Ich vergesse immer einmal zu klicken. Hier sehen Sie die Ergebnisse. Das ist schon nicht ganz uninteressant, dass wir hier eine Gruppe haben, die wir vielleicht auch dann übersehen. Werden wir gleich diskutieren. Ich binde es ab. In solchen Krisenzeiten lohnt es sich, in Demokratieförderung zu investieren und dort nicht nachzulassen. Investieren, investieren, investieren. Die Mitte hat sich in Teilen auf Distanz zur Demokratie begeben und ist nach rechts gerückt. In Teilen hat sie sich radikalisiert, insbesondere mit Blick auf die Billigung von Gewalt. Das wird unter anderem getragen von einem Rückgang der politischen Selbstverortung als Mitte, Vertrauensverlusten in Politik, einer schließenden nationalchauvinistischen Krisennavigation und vor allem von einer Akzeptanz rechtsextremer, neurechter und verschwörungsorientierter Ideologien. Wir sind der Meinung, Demokratieförderung ist gerade in Krisenzeiten, in der demokratische Normen und Werte zur Disposition gestellt werden, zentral. Demokratie muss gelernt und muss gemacht werden. Die Studie, wenn Sie das Buch lesen, zeigt Ihnen auch, das Potenzial dazu ist durchaus vorhanden. Und nun nenne ich alle Autorinnen und Autoren der Studie und bedanke mich sehr herzlich für die wunderbare Zusammenarbeit.
Puh, vielen herzlichen Dank, Andreas Zick. Das war ein Ritt durch ein echt dickes Buch. Wir sagen immer, das ist nicht das Ende mit der Publikation, sondern der Anfang. Wir werden das Buch in die Fläche tragen mit Veranstaltungen wie dieser. Wir werden aber, und wenn ich wir sage, meine ich in dem Fall die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, weiter an den Daten wühlen, weiterarbeiten. Es wird vertiefende Ergebnisse geben. Und von daher, das ist der Anfang von einer Debatte, die wir jetzt heute hier beginnen wollen. Ich danke Ihnen allen, dass Sie sich die Zeit bei diesem schönen Wetter draußen nehmen und bei uns sind heute. Ich darf jetzt zu mir aufs Podium erstmal sozusagen, das ist auch keine Wertung, wir mussten uns entscheiden bei diesen vielen tollen Autorinnen im Team. Wir haben jetzt einfach mal 3 gepickt und es ist dann durch Zufall eine rein weibliche Runde geworden, was ich auch mal ganz schön finde. Ich darf hiervon bei mir als allererstes begrüßen Amelie Nickel, jetzt auch am IKG, Institut für Konflikt- und Gewaltforschung, für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Uni Bielefeld. Sie promoviert zu gesellschaftlichen und institutionellen Ökonomisierungsprozessen und das trifft sich ganz gut, weil wir eben dieses Kapitel zur Marktförmigkeit im Buch haben und auch, ich finde, immer noch viel zu wenig über Klassismus und die Fragen sozusagen von sozialer Ungleichheit sprechen. Von daher einen herzlichen Applaus für Amelie Nicke. Ich hoffe, sie ist mittlerweile im Raum. Ja, ist sie. Ich darf Frau Professor Dr. Beate Küpper ganz herzlich hiervon begrüßen. Sie ist seit 2014 wichtiger Hauptkopf neben Andreas Zick im Erstellen dieser Studie, hängt in ganz vielen Kapiteln mit drin, kann deswegen eigentlich zu allen Themen Auskunft geben. Da drüben wäre die Treppe, aber ihr seid alle sportlich. Sie ist an der Fachhochschule Niederrhein Professorin, aber unter anderem jetzt auch Mitglied der neu gegründeten Konfliktakademie an der Uni Bielefeld. Von daher herzlichen Dank und herzlich willkommen nochmal Beate Küpper. Um die Runde für jetzt komplett zu machen, darf ich noch Frau Professor Dr. Sabine Ajour hier auf der Bühne begrüßen. Sie hat, wie auch schon in der letzten Studie, das ganze Buch von vorn bis hinten gelesen, als es noch nicht mal im Druck war, kennt es vielleicht besser als wir alle zusammen und hat daraus Rückschlüsse für die politische Bildung abgeleitet. Sabine Ajour ist an der FU Berlin, am Otto-Suhr-Institut. Sie ist Bildungsforscherin, sie ist Fachfrau für politische Bildung. Von daher vielen Dank, Sabine Ajour, dass du heute hier bei uns bist. Ich darf auch nochmal, weil wir das jetzt im fliegenden Wechsel so ein bisschen übersehen haben und übergangen haben, mich nochmal bei Andreas Zick bedanken. Das ist eine Höllenleistung, auch persönlich, und dann sozusagen so eine Präsentation noch am Vorabend, nachts noch fertig zu machen und dann trotzdem so souverän hier die Daten zu präsentieren, über denen wir alle schon seit Monaten hocken, ist eine große Leistung. Von daher vielen, vielen Dank auch für deinen Einsatz bei diesem Studienprojekt. Ich werde jetzt einfach so ein paar Themen aus dem Buch noch mal ein bisschen vertiefen und hochholen. Ich würde dann später auch ein paar von den anderen Autorinnen dann auch noch mal bitten, hier auf dem freien Stuhl Platz zu nehmen und 2, 3 Worte oder auch ein paar mehr zu ihren Kapiteln zu sagen. Deswegen verzichte ich jetzt auf die Begrüßung. Das machen wir dann im Einzelnen, wenn ihr dann noch mal hier nach vorne kommt. Beate, die Mikros sind schon an, ihr müsst nichts drücken. Und du kannst es gleich in der Hand behalten. Ich würde gerne mit dir nochmal einsteigen. Wir haben jetzt natürlich die Hauptergebnisse gehört und wie ich schon sagte, du bist ja in sehr vielen Kapiteln involviert gewesen, du kennst die Daten ganz gut, beschäftigst dich seit vielen Jahren noch mit den Trends und Entwicklungen. Neben dieser großen Meldung, die nun heute irgendwie alle aufgegriffen haben, Rechtsextremismus verdreifacht sich, das ist der harte Rechtsextremismus. Wir reden immer noch von 92% der Bevölkerung, die da nicht reinfallen. Das möchte ich auch immer noch mal betonen. Und da kann man sich natürlich als Mitte auch so viel leichter von abgrenzen. Ne? Das sind ja nur die paar 8%. Mal davon abgesehen, was war denn für dich das Spannendste, was in diesem Buch sozusagen vielleicht dieses Jahr eine neue Entwicklung war?
Spannend will ich das gar nicht nennen, weil es mich ehrlich gesagt so erschrocken hat. Andreas Zick hat es vorhin schon vermutlich gesagt, der Anstieg bei den jungen Leuten. Denn wir haben viele Jahrzehnte im Grunde genommen ein bisschen anhand der empirischen Ergebnisse gedacht. Und wenn ich das so salopp sagen darf, je älter, desto schlimmer, wenn ich das verkürzt ausdrücken darf, sowohl was gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit betrifft, beispielsweise Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, aber eben auch eher, ich sag mal, nationalistische Tendenzen waren viele, viele Jahre bei den Älteren mehr und man hat so ein bisschen gedacht, naja, das geht dann irgendwann vorbei. Und das ist bei den Jungen, dieser starke Anstieg bei den jungen Leuten, das ist tatsächlich etwas, was mir sehr viel großen Schrecken eingejagt hat. Und es gibt aber auch noch ein paar positive Dinge, die machen wir vielleicht gleich in der nächsten Runde, denn wir haben natürlich neben all dem Schrecken, und das ist ja, ich sag mal, die Studie guckt auf die schwierigen Entwicklungen und auch auf die Demokratie gefährden, bis hin zur demokratiefeindlichen Entwicklung. Aber gleichzeitig geben uns natürlich auch einige Dinge schon mal die Möglichkeit zu sagen, Mensch, da kann es auch besser werden, da ist auch Potenzial für, dass es besser werden kann. Auf dieses Thema junge Leute und politische Bildung kommen wir sowieso noch. Von daher, mach doch einfach mal weiter. Was sind denn die Hoffnungsschimmer in dieser Studie? Ehrlich gesagt, ein Hoffnungsschimmer ist verbunden mit diesem drastischen Anstieg des Rechtsextremismus in den letzten wirklich 2 Jahren. Und gleichzeitig eben der Blick, nochmal der neue Blick zurück auf das Jahr, auf den Winter 2020-21. Das war ja eine ganz besondere Zeit, vielleicht erinnern Sie sich, das war zur Zeit des zweiten sogenannten Lockdowns. Das Land war runtergebeamt. Wir wollten damals die geforderte Mitte erst die leise Mitte nennen, weil das Land erschöpft war. Es war leise, aber bei all dem Schlimmen, was Corona und die Pandemie mit sich gebracht hat und den Folgen, konnten wir auch sehen, zu dem Zeitpunkt noch eine große Solidität und auch eine große Solidarität und auch eine große Bereitschaft nach einem Bedarf an seriöser Wissenschaft beispielsweise. Es gab auch eine große Bereitschaft der gegenseitigen Rücksichtnahmen, auch der kleinen Freundlichkeiten, wenn man denn mal Menschen begegnet ist. Das heißt, das spiegelte sich tatsächlich ja in unseren Ergebnissen. Wir hatten eben außergewöhnliche niedrige Zahlen damals. Und das ist nochmal etwas, wo wir sagen können, da ist ja auch Potenzial, dass wenn es wirklich ernst wird, und damals war es das Gefühl, das ist jetzt richtig ernst, dass die Leute, dass viele, viele Menschen dann auch bereit sind zu Solidität, zu Seriosität und zum solidarischen Miteinander und zur Rücksichtnahme. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiges Potenzial. Und wenn ich vielleicht meine Abschlussworte schon mal vorwegnehmen darf, ich glaube, es wäre sehr, sehr wichtig, viel mehr auf dieses Potenzial zu schauen, auf das Bedürfnis und auch auf die Bereitschaft, Verantwortung füreinander zu übernehmen und auch Rücksichtnahme aufeinander zu nehmen. Denn diejenigen, die, ich sag mal, jetzt ziemlich laut und bisweilen auch recht aggressiv bis hin zu gewaltbereit ihre Sorgen auf die Straße tragen, da übersehnen wir ja die vielen, vielen Menschen, die übrigens, das galt auch schon für die Zeit der sogenannten Flüchtlingskrise 2015/16, die eben nicht auf der Straße waren, sondern die gerade Deutschkurse gegeben haben, Integrationsarbeit gemacht haben, diejenigen, die sich für Demokratie engagieren, die unter massiver Bedrohung stehen in einigen Regionen, diejenigen, die sich für andere gesellschaftliche Belange der Rücksichtnahme, der Solidarität engagieren. Das sind sehr viele Menschen in diesem Land und das frustriert, wenn der Blick immer nur auf die Sorgen der anderen geht und nicht auf ihre Sorgen. Wir haben Sorgen von Menschen, weil sie unmittelbar bedroht werden vom Rechtsextremismus. Wir haben aber eben auch viele Menschen, die bereit sind, mitzuziehen, halt mehr oder weniger zähneknirschend, aber grundsätzlich erstmal progressiv sind und sagen, ja, hier haben wir viele Krisen, das bedeutet Veränderung, aber wir sind beherzt und gehen das an und sind auch bereit, denjenigen, die das aus irgendwelchen Gründen nicht so gut können, den Schwächeren dabei zu helfen. Vielen Dank. Wollen wir aufhören und nach Hause? Nein. Amelie Nicke, das hat ja auch ganz direkt etwas mit sozialem Ausgleich, mit Gerechtigkeit zu tun, Sorgen ernst zu nehmen, und zwar die berechtigten, zum Beispiel auch ökonomischen Sorgen. Wir haben hier einen Begriff dieses Jahr ein bisschen prominenter eingeführt, der vielleicht auch erstmal, bevor wir in die Debatte einsteigen, eine Erklärung bedarf. Was ist denn genau entsicherte Marktförmigkeit? Ja, genau. Vielen Dank erstmal auch für die Einladung. Also wir haben uns einen spezifischen Krisenmodus angeschaut, den haben wir genannt die entsicherte Marktförmigkeit. Und eigentlich meinen wir damit das Zusammenkommen von zwei gesellschaftlichen Phänomenen. Also es ist zum einen die Marktförmigkeit.
Also damit meinen wir, das hat Andreas Zick vorhin auch schon angesprochen, eben diese Orientierung an diesen unternehmerischen Leitbildern, also so eine starke Konkurrenzorientierung, Erfolgsorientierung, aber auch so dieses Propagieren von Tugenden wie Flexibilität, Eigenverantwortlichkeit und damit genau Leistung und Erfolgsversprechen und Erzählungen. Und das ist aber nicht nur quasi individuell, also ich wende das nicht nur auf mein Leben an, sondern ich verallgemeinere das. Also ich setze das quasi auch bei meinem Gegenüber und bei anderen Leuten voraus. Und damit bereitet das auch den Boden, dass ich eben gerade denen die Solidarität entziehe, die sich meiner Meinung nach vermeintlich eben nicht angepasst haben an diese, an dieses Leistungsversprechen, an dieses, ja, an diese unternehmerischen Werte, die dem vermeintlich oder tatsächlich nicht entsprechen. Genau. Also so viel erstmal zu der Marktförmigkeit. Und wir haben uns eben dann angeschaut, was ist, wenn das zusammen auftritt mit einer großen Entsicherung, also in Kombination mit Verunsicherung und mit Entsicherung infolge der, das haben wir heute auch schon mehrfach gehört, eben dieser multiplen, ineinandergreifenden Krisendynamiken und damit verbunden eben Statusängsten und Bedrohungsgefühlen. Kurze Rückfrage, was ist der Unterschied zwischen entsichert und unsicher? Gibt es da einen konkreten? Eigentlich nicht so, ne? Also nee, also ja. Würde ich jetzt, also genau. Einfach nur nochmal, um es klarzustellen. Ja, also die sich verunsichert fühlen und dadurch genau, genau entsichert sind. Vielen, vielen Dank. Und warum hat das jetzt in die Mitte-Studie Einfluss gefunden? Was hat das jetzt genau mit Rechtsextremismus zu tun? Ja, also wir konnten, wir haben das dann genannt, die entsichert Marktförmigen. Also das ist quasi die Gruppe, bei denen, was ich gerade beschrieben habe, zusammenfällt. Also auf der einen Seite so eine individualisierte Erfolgs- und Wettbewerbsorientierung, aber eben auch ein starkes Bedrohungsgefühl anhand oder aufgrund dieser Krisen. Und wir haben eben gesehen, dass es spezifisch diese Einstellungskombination ist, die die Person abdriften lässt. Also abdriften in eine Illiberalität, in eine Demokratiefeindlichkeit und eben auch bis hin zu diesen rechten Ideologien und auch zur Gewaltbereitschaft. Also wir haben hier auch wir haben hier überdurchschnittlich, also jeder Fünfte stimmt hier auch dieses, das haben wir vorhin schon gesehen, die Frage oder das Item, dass es PolitikerInnen verdient hätten, wenn die Wut gegen sie sich auch schon mal in Gewalt umschlägt. Also das ist hier eine deutliche Hemmungslosigkeit, die zusammenfällt eben auch mit einem vermehrt geteilten rechtsextremen Weltbild. Also das ist bei uns in diesen entsicherten Marktförmigen sind das 20%, im Durchschnitt sind es 8%. Also das zeigt schon hier eine deutliche Hemmungslosigkeit, Verrohung und Gewaltbereitschaft, ja, oder ein Potenzial dafür. Das ist jetzt erstmal die Analyse. Wir kommen dann später auch nochmal an zu den Fragen, was machen wir jetzt denn damit? Vielen herzlichen Dank erstmal dafür. Sabine, eigentlich wollte ich jetzt erstmal mit den allgemeinen Fragen zu deinen Ergebnissen und Rückschlüssen einsteigen, aber da dieses Jugendthema heute schon mehrfach auch hochgekommen ist, ich glaube, wir diskutieren das vielleicht zuerst. Also zum einen, wir sahen die jungen Menschen immer als Bollwerk an und dachten immer, das wächst sich so raus und da ist ja ganz viel Schulbildung, politische Bildung da und es war immer sozusagen so ein positiver Aspekt. Das sieht jetzt, hat sich in der letzten Studie schon abgezeichnet, aber das sehen wir jetzt noch mal ein bisschen deutlicher. Ganz plakativ gefragt, wir hatten die Frage heute auch schon in der Pressekonferenz, ist politische Bildung dann sinnlos? Das sind ja eigentlich die wir am ehesten erreichen würden, oder? Genau, also danke erstmal für die Frage. Also die würde mir jetzt, glaube ich, auch auf den Nägeln brennen. Also vielleicht einmal nochmal vorab. Andreas Zick hatte schon gesagt, es ist keine Kinder- und Jugendstudie und ich möchte mich als erstes erstmal schützend vor Kinder und Jugendliche stellen. Zu deren Einstellung wissen wir halt erstmal gar nichts. Und die Kohorte ist natürlich, das ist relativ breit, ne? Also von 18 bis 34. Und ich denke, es macht halt immer Sinn, einmal in die Vergangenheit zu gucken. Also das, was wir da gemessen haben, das ist nicht unbedingt die aktuelle politische Bildung, die
die Kinder und Jugend oder die jungen Menschen, die da befragt worden sind, genossen haben. Und das ist jetzt ganz spannend, dass ich genau nach dir rankomme, weil du tatsächlich ja eine, also wir haben ja jetzt auch Effekte von einer Zeit, die auch vorbereitet worden ist, ne, als neoliberale Leistungsgesellschaft. Ich würde mal so sagen, das kann man so mit um 2000 so als, ja, als Knackpunkt vielleicht auch formulieren. Und ich, wenn man jetzt auf politische Bildung zurückguckt, auf Strukturen von politischer Bildung, egal ob das im schulischen Bereich ist oder im außerschulischen Bereich, das war keine gute Zeit für politische Bildung. Und das haben wir jetzt nicht gemessen, also ob man das sieht, also es ist ja immer so die Frage, was bringt politische Bildung, vielleicht könnte man die jetzt umdrehen, was genau passiert, wenn es nicht so viel politische Bildung gibt, das wäre jetzt noch weiterhin zu untersuchen. Ich kann das vielleicht noch mal kurz... Ich kann das vielleicht noch mal so kurz so ein bisschen anreißen und erläutern, was ich mit diesen unterschiedlichen Feldern meinte, wo wir es vielleicht einfach, wo wir das Instrument, was wir als Demokratie haben, die politische Bildung. Und das ist eigentlich eine der wenigen Instrumente, die man hat als offene Gesellschaft, um ganz viele Personen zu erreichen und auch für dieses System zu begeistern. Also im schulischen Feld war das eigentlich so eine Zeit, wo... Also wir hatten die Kompetenzorientierung, es ging halt eigentlich sehr viel stärker darum, wie machen wir die Leute fit für den Arbeitsmarkt, welche Kompetenzen sind auch messbar. Sowas wie Demokratiefähigkeit oder Mündigkeit, da hat sich nicht wirklich irgendwie jemand Gedanken drum gemacht, ob man das auch messen müsste oder ob man das wirklich ausbilden müsste. Also wenigstens man hat eben Menschen, die für den Arbeitsmarkt einsatzbereit sind. Also das war wahrscheinlich halt auch so ein Fehlschluss. Und das hat sich nicht nur im schulischen Feld gezeigt, wo ganz häufig, also weiß ich nicht, Reduktion des Faches, fachfremder Unterricht, weil das ja auch gar nicht nur, ne, also es war auch nicht so ein wichtiges Fach, warum muss man da überhaupt Lehrkräfte ausbilden? Und das weiß man eigentlich aus der Bildungsforschung mittlerweile ganz gut. Also das fachfremder Unterricht, also wir merken es gerade auch, wenn wir über Quereinsteiger, Einsteigerinnen oder dergleichen diskutieren und uns Vergleichsarbeiten und die Ergebnisse angucken, dass das eben nicht so ganz glückliche Korrelationen sind und das trifft auch für politische Bildung zu. Und im außerschulischen Feld war das eigentlich die Zeit, wo ganz viel wegreduziert worden ist. Und ich hatte das heute Morgen in der Pressekonferenz auch schon gesagt, was aber von rechten Gruppierungen, also die wissen ziemlich gut, wie politische Bildungsarbeit funktioniert. Also das waren alles Räume, also ich glaube auch der Raumbegriff ist wahrscheinlich ganz spannend für diese Studie und auch wenn es um Demokratisierungsprozesse betrifft, aber das waren halt eben Räume, die halt auch sehr professionell eben auch besetzt worden sind. Und wir haben jetzt seit geraumer Zeit, das ist auch ein Themenfeld, was wir in der Studie aufmachen, sogenannte Demokratieförderprogramme. Aber auch hier, also die politische Bildung als Disziplin freut sich sehr, dass Gelder in das Feld fließen. Aber es gibt da so bestimmte Ambivalenzen, was die Funktionslogiken betrifft. Also ganz häufig geht es halt ganz gezielt eigentlich um das, was wir heute hier auch besprechen, rechtsextreme Einstellungen, antisemitische Einstellungen. Aber vielleicht kann man das so ein bisschen nachempfinden, dass natürlich, wenn junge Menschen als potenzielle AntisemitInnen oder RechtsextremistInnen oder SalafistInnen angesprochen werden, dass das eben auch so etwas wie eine selbsterfüllende Prophezeiung sein kann. Also dass die politische Bildung da schon seit Jahren eigentlich auch darauf verweist, dass politische Bildung anders funktionieren sollte. Nämlich tatsächlich genau da ansetzen, was Menschen selbst als Sorgen formulieren und dazu politische Bildungsarbeit, also Selbstwirksamkeitsempfinden vielleicht zu steigern, Handlungsfähigkeiten, um halt genau solche Aspekte, die wir jetzt gerade sehen, dass das nicht als gesellschaftliche Krisen eskalieren, sondern dass politische Bildung eigentlich dann schon ansetzt, wenn sie merkt im Gespräch, in der Bildungsarbeit mit Menschen, was sind eigentlich die Dinge, also die jetzt wirklich auch begleitet werden müssen, bildend. Und ich glaube, das ist etwas, also das ist vielleicht auch das Gute an der Studie, dass man das so deutlich sieht, dass vielleicht die Demokratieförderung, wie sie aktuell passiert, nicht ganz so effektiv ist, wie man sich das wünschen würde, aber dass wir auch Möglichkeiten haben, es anders zu machen. Also nicht nur Demokratie, Extremismusprävention, sondern sagen, ermöglichen von kritischem Denken. Habe ich das? Ja, okay, da können wir auf alle Fälle gerne noch mal ein bisschen drüber diskutieren. Ich springe mal wieder zu Beate Küpper. Einfach, weil es auch ein wichtiges Thema gerade in der öffentlichen Debatte ist und der Co-Autor Fritz Reuswig jetzt nicht mehr heute Abend hier bei uns sein kann. Wir haben ein ganzes Kapitel, Andreas Zick hat da schon sozusagen einiges von vorgestellt, zu diesen Zusammenhängen von Akzeptanz von Maßnahmen gegen den Klimawandel, Zusammenhang mit Sorgen zu Energie und zu aktuellen Krisen und eben auch
Rechtsextremismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Wir haben jetzt ein paar Zahlen gesehen, aber vielleicht, Beate, kannst du uns noch mal mitnehmen. Was nehmen wir denn jetzt daraus mit für die aktuelle Debatte? Ich habe rausgelesen, es gibt eigentlich relativ viel Unterstützung für klimapolitische Maßnahmen. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein Stück weit mitnehmen und ein bisschen aus dem Kapitel berichten. Also der Klimawandel wird von vielen Menschen als bedrohlich wahrgenommen. Das wissen wir auch schon aus anderen Studien. Übrigens gleich auf mit Hass und Hetze als bedrohlich wahrgenommen. Und gerade die jungen Leute empfinden den Klimawandel als bedrohlich. Und gleichzeitig, das wissen wir auch aus anderen Studien, haben wir eine überwältigende Zustimmung zur Energiewende. Der Krieg in der Ukraine, den haben wir jetzt zum Anlass genommen, das auch nochmal in Kombination zu fragen. Denn wir wissen, dass auch das haben die Kollegen Matthias Alberts und Lena Hilkemeier in der Studie analysiert. Wir haben danach gefragt, welche Folgen des Krieges machen eigentlich Sorgen oder welche möglichen Folgen machen den Menschen Sorgen, und da stehen steigende Energiepreise an Platz 1. Und jetzt können wir sehen, dass das aber auch im Positiven von vielen Leuten gesagt wird, ja, der Krieg in der Ukraine, gegen die Ukraine macht nochmal deutlich, dass wir die Energiewende vorantreiben müssen. Das sagen 3/4 aller Befragten. So, und jetzt ist das so, und das wissen wir auch aus anderen Beobachtungen, und das ist ähnlich ja auch bei anderen Veränderungen. Der Klimawandel ist eine von diesen großen Megatrends, von diesen großen Veränderungen. Die Globalisierung ist vielleicht eine andere, und Digitalisierung, also alles Dinge, die sozusagen als Trend schon längerfristig in der Veränderung sind und die sich jetzt krisenhaft zuspitzen. Also Zuspitzung ist ja nichts anderes als Krise und deswegen dann von einigen als verunsichert wahrgenommen werden. Wir haben aber, das zeigt hier nochmal, wie viele Menschen durchaus hier auch Handlung einfordern, nämlich 3/4 sagen, jetzt müssen wir schneller vorangehen, und gleichzeitig aber auch sagen, die Energiewende braucht mehr Bürgerbeteiligung, das sind 65%. Und aus beidem kann man auch nochmal sehen, wie etwas daraus werden kann, nämlich tatsächlich sich einer Veränderung zu stellen und gleichzeitig aber eben auch demokratisch zu stellen und zu sagen, da braucht es auch Beteiligung. Jetzt wäre ich ein bisschen vorsichtig, das wollte ich nochmal sozusagen zu dem Zauberwörtchen von Partizipation sagen, da mache ich einen kleinen Schlenker. Das gilt vielleicht bei der Energiewende ein bisschen weniger, weil es da ein bisschen technischer ist. Aber wir müssen so ein bisschen aufpassen, Teilhabe ist noch nicht per se demokratisch. Übrigens ist ja auch Wählen gehen noch nicht per se demokratisch. Klammer auf, wir wissen aus der deutschen Vergangenheit, Stichwort NSDAP, dass man auch undemokratische Parteien wählen kann. Das heißt also erstmal nichts, Klammer wieder zu. Das bedeutet, wir müssen das füllen mit demokratischer Kultur. Und eine Idee könnte sein, diese, ich sag mal, durchaus vielen Menschen, die progressiv dem gegenüber Klimaschutz und Energiewende eingestellt sind. Und zwar all diejenigen, die das ohne ein Ja-Aber tun. Denn das können wir in der Klimadebatte sehen, dass viele Menschen zwar grundsätzlich erstmal irgendwie dafür sind, Energiewende zu machen, aber nicht jetzt gerade. Also 40% sagen, jetzt können wir uns das gerade nicht leisten oder suchen andere, ausbremsende Ausreden, warum jetzt nicht gerade wir oder nicht gerade jetzt oder nicht gerade so. So wichtig das ist, über Details zu sprechen, sehen wir eben das verbindet sich auch empirisch zu so einem, nee, jetzt aber nicht irgendwie. Bis hin zu so einem Vorwurf von 21%, die sagen, Klimaschutz ist Ökoterrorismus. Und das sind diese klimapolitisch regressiven, und wir können sehen, dass sich das verbindet mit einer höheren Neigung auch zu Populismus. Oder umgekehrt, wir wissen nicht genau, was ist da Henne oder Ei, der Populismus hier auch zwischen Krisenbetroffenheit und Klimaregressivität so seinen Job macht, nämlich in die Regressivität hineinzugehen und auch regressive Angebote zu machen, nämlich den Leuten zu suggerieren, ihr müsst euch den Veränderungen gar nicht stellen, ihr könnt auch einfach die Augen zumachen. Und das ist etwas, auch wenn vielleicht den Menschen im Hinterkopf schwant, dass das nicht so richtig funktioniert, dass wie ein Strohhalm von vielen ergriffen wird. Und das ist eine einfache, heilsversprechende Lösung, dass wir wissen das von Parteien rechts außen, dass das als Angebot genommen wird, ohne konkrete Lösungsvorschläge zu haben, aber zu sagen, du kannst so machen und damit kannst du durch Krisen surfen, eben auch durch die Klimakrise und das Thema Energiewende. Und gleichzeitig, ich sage hier nochmal was Hoffnungsvolles jetzt am Abend, können wir eben aus dem Thema auch sehen, wie es anders gehen kann.
mehr Bürgerbeteiligung kann ein Zauber, kann jetzt auch das nächste Zauberwörtchen mit Partizipation, weil wir hier die Möglichkeit haben, das, was die Bürger ernst zu nehmen als Partnerinnen, die ja Kompetenzen haben, die Motivation haben, die das durchaus auch kapiert haben, dass wir was tun wollen und die sich das auch zutrauen und die sich zutrauen, zur Not auch, beziehungsweise zur Not, aber auch anderen dabei unterstützend zu helfen. Und die Energiewende könnte so etwas sein, wo man beides zusammenkriegt. Nämlich, ich sag mal, gemeinsam etwas zu stemmen und das aber eben gemeinsam und solidarisch zu tun. Und das hat ja auch ganz eindeutig was mit Unsicherheiten, Entsicherung und sozialer Absicherung zu tun, oder Amelie? Die Frage sozusagen, was wären denn, wenn ihr aus eurem Kapitel, und ich hole dann auch gleich die Kolleginnen und Kollegen hier nach und nach nach vorn, wenn ihr aus eurem Kapitel Empfehlungen aussprechen müsstet, um diesen Verbindung zwischen Entsicherung und Marktförmigkeit zu lösen, was wären denn die drei Top-Dinge oder vielleicht auch nur eine? Gerne noch nur eine. Ja, also wir haben auch im Vorfeld viel über Forderungen nachgedacht, weil das irgendwie ist nicht das Erste, woran man als Wissenschaftlerin und Wissenschaftler irgendwie denkt, sondern da muss man sich wirklich auch nochmal ja, anders mit seiner eigenen Forschung auch auseinandersetzen. Und irgendwie ist es auch ein bisschen unbefriedigend, weil wir jetzt nicht so richtig die Lösung haben. Und ich glaube schon, dass es hier einfach auch ein langfristigeres gesellschaftliches Umdenken braucht. Also wenn wir jetzt gezielt an diese entsicherte Marktförmigkeit denken, das tangiert ja eigentlich auch grundsätzlichere Fragen. Also nach welchen Leitbildern wollen wir uns eigentlich richten, wenn wir von multiplen Krisen umschlossen, eingefangen und betroffen sind und eben auch gerade Gruppen, die eigentlich gedacht haben, sie wären statussicher in dem Sinne. Also was ist es für ein Wertefundament, was Zusammenhalt, gesellschaftliche Teilhabe und auch Solidarität fördern kann? Und ich bin der Meinung, das kann im Endeffekt nicht ökonomisch beantwortet werden, sondern hier braucht es auch andere Werte und vor allem auch einen starken Gegenpol. Also wir sehen das in der Politik, aber auch im medialen, öffentlichen Diskurs, dass Debatten gerade um Migration, aber auch um Bildung vermehrt und fast ausschließlich aus so einer ökonomischen Verwertungslogik herausgeführt werden. Also da gibt es dann die guten Migranten und dann eben aber auch die schlechten, die wir halt nicht brauchen für den Arbeitsmarkt. Und das tangiert so eine grundsätzliche Bewertung von Menschen anhand ihrer ökonomischen Verwertbarkeit. Und ich glaube nicht, dass das ist, was uns durch die Krise führen wird. Und ja, genau, deswegen war ich da auch für das Kapitel zur politischen Bildung so dankbar, weil es im Endeffekt das braucht, also eine starke Kritik, also reflektierfähige Bildungsarbeit, sowohl irgendwie schulisch, aber dann auch außerschulisch, und da braucht es dann, das hat Andreas Zick, ich glaube, in der Pressekonferenz gesagt, eben auch Geld und politischen Willen, das zu fördern. Darf ich noch eine Ergänzung machen? Aber kurz. Ganz kurz. Ja. Jetzt sind wir ja schon bei den positiven Dingen, aber wir haben natürlich auch das Anspruchsdenken. Ja. Jens Hellmann und Jonas Rees haben das Anspruchsdenken erstmalig in der Mitte unter dem Stichwort Entitlement analysiert. Und wir können sehen, dass wir auch ein gehöriges Anspruchsdenken haben, und zwar auch von Leuten, denen es eigentlich gar nicht so schlecht geht. Und dass dieses Anspruchsdenken dann auch damit verbunden ist, weniger Rücksicht auf andere nehmen zu müssen. Also das steht mir jetzt zu. Ne? Das steht ja mir jetzt zu, und wenn ich das nicht kriege, also auch Politik als Lieferservice, wenn das nicht genauso läuft, wie ich mir das vorstelle, dann sage ich, das ist undemokratisch. Daran können wir sehen, dass dieses Anspruchsdenken, das geht dann auch einher mit dieser, ich sag mal, Markt, unter diesem unternehmerischen Selbst, zu sagen, mir steht das zu, und dann muss ich auch, bin ich auch nicht mehr verantwortlich, selber etwas zu tun. Und ich bin auch nicht mehr verantwortlich für meine Meinung, weil ich habe ja den Anspruch, und wenn ich das nicht kriege, dann bin ich sauer. Ich glaube, das ist nochmal ein Punkt, den wir mit reinnehmen müssen. Ja. Denn das ist ja eine Erwartung im Negativen, die Demokratisierung der letzten Jahrzehnte, Grundgesetz hatte gerade Jubiläum, 75 Jahre, mit sich gebracht hat. Nämlich auch die Erwartung, gehört zu werden, der Anspruch, teilhaben zu können. Und wenn das dann halt nicht genau so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann denke ich, kriege ich nicht was mir zusteht. Und dann bin ich aber auch nicht mehr bereit, hier mitzumachen.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den wir mit reinnehmen müssen. Und das hat ja auch wieder was mit Verständnis von politischen Strukturen und demokratischen Strukturen zu tun. Zur politischen Bildung kommen wir dann ausführlich noch. Ich würde jetzt diesen Ritt durchs Buch, den Beate gerade schon angefangen hat, gern mal öffnen. Hier ist ein freier Platz. Und ich würde gern als allererstes Hannes Delto mal nach vorn bitten. Der ist an der Universität Osnabrück, war aber vorher auch ein IKG-Gewächs aus Bielefeld. Und Hannes hat mit mehreren Co-Autoren zusammen ein Kapitel geschrieben. Wir haben diese Reihe mittendrin übertitelt. Sozusagen nochmal so ein genauerer Blick in die Mitte, so ein lebensweltlicher Blick. Und zwar habt ihr in den Sportverein oder konkreter in den Fußball geschaut. Hannes, ganz kurz, was ist denn die Quintessenz eures Kapitels? Ja, das ist, also es ist ja zunächst erstmal eine Fortführung von der vorangegangenen Studie, in der wir zum ersten Mal Sportvereinsmitglieder befragt haben. Und die Idee dabei ist schon, dass wir ja feststellen, dass Sportvereine oder der Vereinssport zunächst erstmal ein sehr wichtiger zivilgesellschaftlicher Akteur ist. Also neben Kirchen, Gewerkschaften und Parteien. Also erreichen wir in dem Sozialraum viele organisierte Menschen, die wir bildungspolitisch erreichen können. Und deswegen haben wir uns dieses Jahr nochmal dem Vereinssport gewidmet und gleichzeitig auch nochmal die Linse schärfer gestellt auf den Fußball, mit auch ein Stück weit mit Blick auf die EM 2024, die nächstes Jahr stattfindet. Und dort uns genauer rassistische Einstellungen angeguckt. Und wir stellen fest, dass in der Tat Fußballvereinsmitglieder, also auf allen Dimensionen, auf allen rassistischen Dimensionen, deutlich stärker zustimmen als alle anderen Befragten. Also das ist sozusagen der Hauptbefund, den wir machen konnten, was unter anderem damit zusammenhängt, dass vor allem in, also wir haben keine Fans befragt, keine Fußballfans, wir haben auch keine Profiklubs befragt, sondern das einfache Sportvereinsmitglied und dann nochmal gefragt, inwiefern dieses Sportvereinsmitglied im Fußball organisiert ist, also im Fußballverein. Und wir sehen halt im Fußballverein, also da haben wir, können wir zugreifen auf andere Daten, dass wir im Fußball, in den Fußballvereinen eine sehr starke homogene Mitgliederstruktur haben. Also sind deutlich geprägt von, also männlich dominiert, also wir haben über 90% männliche Fußballvereinsmitglieder und dass Männer in der Tendenz eher stärker chauvinistisch und sozialdarwinistisch eingestellt sind, und das sehen wir halt mit Blick auf den Fußball. Und der Fußball bietet sich dann auch wieder an, also Körper und Wettkampf und Wettbewerb, Wettbewerbslogik spielt eine Rolle. Also dass es dort zu Zuschreibungspraxen kommt, die vor allem schwarzen Menschen mehr Kompetenz zuschreiben im Bereich Athletik, also Schnelligkeit, Kraft, Ausdauer wird besonders Schwarzen zugeschrieben und gleichzeitig wird den Schwarzen aber Intelligenz abgesprochen im Vergleich zu weißen Athletinnen und Athleten. Und das sehen wir, das spiegelt sich halt ganz klar in unseren Daten wieder. Das heißt, wir haben so eine Art positiven Rassismus, sehen wir eine Art, also eine deutliche Zustimmung zu positivem Rassismus, der aber gleichzeitig auch mit negativen, also mit offenen rassistischen Einstellungen zusammenhängt, die ja ein bisschen geringer ausgeprägt sind. Aber vor allem der offene Rassismus, der positive Rassismus, was erstmal positiv klingt, weil man schreibt einer Gruppe Eigenschaften zu, aber im Vergleich zu Weißen ist es dann eben Rassismus. Vielen Dank, Hannes. Ich würde da jetzt super gerne tiefer einsteigen, aber wir müssen das jetzt an dieser Stelle lassen und machen dazu bestimmt nochmal extra Veranstaltungen. Danke. Ich bitte als nächstes Eva Groß nach vorn. Eva Groß hat an dem entsicherte Marktförmigkeitskapitel mitgeschrieben und sie hat unter anderem neben vielen, vielen anderen Lebenslaufpunkten eine Professur für Kriminologie und Soziologie an der Hochschule in der Akademie der Polizei in Hamburg. Was hat das denn mit Entsicherung zu tun? Nein. Bitte nicht. Tatsächlich bist du noch mal hier, um uns auch noch mal ein bisschen tiefer ins Konzept einzuführen. Kannst du uns noch mal erklären, was sozusagen, wie ihr auf diese Untersuchung gekommen seid und was es mit diesem libertären Autoritarismus zu tun hat, den ihr da immer wieder auch bemüht? Ja, vielen Dank für die Einladung und für die interessante Frage. Genau, wir haben uns dieses Konzept von Amlinger und Nachtwey, den sogenannten libertären Autoritarismus, angeschaut
und haben den in unserer Studie mit einer anderen Methode versucht zu messen, also mit einer quantitativen, repräsentativen Einstellungsumfrage und haben uns eben versucht, diesem Konzept anzunähern und haben gleichzeitig geschaut, wie hängt das denn zusammen mit der entsicherten Marktförmigkeit, die Amelie Nickel vorhin schon erwähnt hatte. Um es ganz kurz zu sagen, was ist überhaupt libertärer Autoritarismus? Jetzt nur sehr, sehr knapp und verkürzt dargestellt, sozusagen eine andere Form in Anschluss an den klassischen Autoritarismus. Also es wird nicht mehr nach einer starken Führerperson gesucht, der man sich unterwerfen kann, sondern als Autorität wird sozusagen das eigene Selbst und die eigene Verwirklichung und Auslebung der Freiheit, der eigenen Freiheit gesetzt. Und es wird sich in Stellung gebracht gegen staatliche Institutionen oder aber auch andere Personen oder Gruppen, die mich beschränken in der Auslebung meiner individuellen Freiheit. So ganz grob dieses Konzept umrissen. Und was wir eben sehen, ist, dass die entsichert Marktförmigen, die Amelie Nickel vorhin schon beschrieben hatte, auf allen Dimensionen, die wir gemessen haben, um uns eben diesem Konzept des libertären Autoritarismus anzunähern, mit Abstand die allerhöchsten Werte haben im Vergleich zu allen anderen Gruppen, die wir uns angeschaut haben. Und ganz konkret nochmal zu den Einstellungen, die wir hier als Annäherung an libertär-autoritäre Einstellungen uns angeschaut haben. Das sind die autoritären Einstellungen, das ist das Misstrauen in etablierte Institutionen und demokratische Institutionen, das Misstrauen in öffentlich-rechtliche Medien, ins Establishment, das ist der Verschwörungsglaube und das ist insbesondere auch die Entsolidarisierung mit schwächeren Gruppen, vulnerablen Gruppen in Form der ökonomistischen Einstellung, das heißt der Bewertung von Menschen nach diesen Kosten-Nutzen-ökonomistischen Prinzipien. Und letztlich kann man sehen, dass eben die entsicherte Marktförmigkeit stark zusammenhängt mit den libertär-autoritären Einstellungen. Sie ist sozusagen ein Treiber. Also diese Kombination aus Entsicherung, Krisenerfahrung plus die Anlehnung an diese marktförmigen Leitbilder ist ein Treiber für libertär-autoritäre Einstellungen, so ganz grob. Vielen Dank nochmal für die Aufklärung und ja, danke an Eva Groß. Wir haben noch zwei Spotlights und dann öffne ich sozusagen auch für Fragen. Ich würde jetzt einfach mal, ich wollte eigentlich erst zu Claudia Neu springen, aber wir machen jetzt direkt nochmal mit Andreas Höfermann weiter, weil das dasselbe Kapitel ist. Vielen Dank. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es ja auch um Egoismus und um sozusagen so Abgrenzung in diesem sozusagen sich selbst verwirklichen. Was hat das denn jetzt sozusagen mit Rechtsextremismus zu tun und wieso ist das so gefährlich für eine Demokratie? Andreas Höfermann wollte ich noch kurz vorstellen. Er ist übrigens für die Hans-Böckler-Stiftung hauptsächlich tätig. Andreas ist dort hauptberuflich tätig und hat sozusagen die Mitte-Studie so mit uns nebenbei noch mitgefüllt. Von daher vielen herzlichen Dank auch dafür. Andreas Höfermann, wieso ist das so gefährlich für die Demokratie? Ja, ich glaube, ganz vieles ist schon gesagt worden. Ich denke, zwei Punkte kann ich noch anbringen. Ich glaube, die Gruppe, die Amelie Nickel und Eva Groß jetzt eben vorgestellt haben, die entsichert marktförmigen, das ist nicht so eine scheinbar harmlose Politikverdrossenheit, die sich da, die da zur Geltung kommt, sondern das hat wirklich richtig handfeste Folgen. Also ich finde, eine Sache, die man sehr gut anführen kann an der Stelle, ist diese Gewaltbilligung, politisch motivierter Gewalt. Also die Zahl, Andreas Zick hatte sie, glaube ich, eben genannt, 13% Zustimmung bei allen Personen, die dieser Aussage zustimmen. Einige Politiker hätten es verdient, wenn die Wut gegen sie auch schon mal in Gewalt umschlägt. Das ist schon sehr viel, 13%. In der Gruppe, die wir uns jetzt angeguckt haben, sind es 30. Und ich glaube, angesichts des Hasses und der Hetze und der Gewalt, den Politiker und Politikerinnen ohnehin schon erleben, glaube ich, wird die Bedrohung dadurch relativ klar deutlich. Zweiter Punkt, der auch schon viel besprochen wurde hier, den ich aber an der Stelle auch nochmal anführen möchte, ist, sind wieder die jungen Menschen. Wir haben den Befund gehabt, ne? Rechtsextreme Einstellungen besonders geteilt und unter den jungen Menschen in der Altersgruppe 16 bis 34 Jahren auch diese entsicherte Marktförmigkeit ist ein Phänomen, das wir in der Breite der Gesellschaft sehen, auch aus der Mitte raus, aber was besonders stark unter den Jungen geteilt wird. Und auch da natürlich die große Frage, warum, womit hat das zu tun
Und ich glaube, eine Sache, die wir hier vielleicht sicherlich auch nochmal ansprechen können, ist vielleicht auch die Pandemie-Erfahrung der Jungen an der Stelle. Ne? Die Erfahrung, dass wenn mit ihnen nicht so viele solidarisch sind, vielleicht auch schwierig dann mit anderen solidarisch zu sein. Aber das nur eine Interpretation. Vielen herzlichen Dank, Andreas Höfermann. Last but not least, Claudia Neu hat an der Universität Göttingen und Kassel eine Professur für Soziologie ländlicher Räume. Und zusammen mit Beate Küpper hast du das Einsamkeitskapitel geschrieben. Und tatsächlich jetzt nicht die Frage, was ist das Wichtigste aus diesem Kapitel, aber vielleicht mal weg von diesem individuellen Gefühl der Einsamkeit, was ja sozusagen nicht der Fokus eures Kapitels ist. Worauf fokussiert ihr euch und was ist eigentlich sozusagen Einsamkeit in eurem Sinne in diesem Kapitel? Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen mitnehmen. Genau. Trotzdem, Einsamkeit ist erst einmal was wir vor der Corona-Pandemie vor allem als ein individuelles Problem wahrgenommen haben, das ausgelöst worden ist, meistens durch Schicksalsschläge, durch lang anhaltende Arbeitslosigkeit, Armut. Das ist auch nicht verkehrt. Und Einsamkeit wird auch als individuelles Problem erlebt. Der Schmerz, der da ist, keinen Kontakt zur Gesellschaft zu haben, keinen Kontakt zu näheren Verwandten zu haben. Und tatsächlich sieht man aus der Einsamkeitsforschung, ein Mensch macht den Unterschied. Also es ist tatsächlich so, auch bei politischen Haltungen, ob man da eher zu extremistischen und populistischen Parteien neigt, konnten amerikanische Kollegen zeigen, macht ein einziger Mensch den Unterschied. Also wenn Sie sich fragen, wen kann ich anrufen nachts um 3, wenn wirklich was Schlimmes passiert ist, und man dann sagt, ich habe niemanden, ist das sicher ein sehr guter Indikator dafür. Wir kommen aber seit Corona und auch seit einer erst ganz frischen Forschung dazu, dass offensichtlich Einsamkeit jetzt nicht nur ein individuelles Problem ist, sondern auch eine kollektive Erscheinung ist. Und wir konnten in unserer Studie jetzt sehen, dass 13% unserer Befragten sagen, dass sie häufig einsam sind. Das deckt sich durchaus mit den Zahlen, die wir vor der Corona-Pandemie hatten. Und wenn wir das ein bisschen weiter öffnen in ich fühle mich manchmal einsam, also dann sind wir bei 19%. Und das sind schon, wenn man das hochrechnet, etliche Millionen Menschen. In unserem Kapitel geht es aber um etwas anderes, nämlich um die Distanzierung zur Gesellschaft. Denn Einsamkeit bedeutet ja, dass man sich eigentlich fern von anderen fühlt. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass Einsamkeit, wenn sie länger anhält, das ist ja nicht so, das ist ja nicht wie ein Schalter, wo man sagt, heute bin ich einsam, morgen bin ich nicht mehr einsam, sondern es ist ja, kann in Wellen kommen und sich dann aber auch chronifizieren, dass man dann sieht, dass das Vertrauen in Menschen, Orte und auch politische Institutionen sinkt. Also das ist eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, dann fällt einem das schon ein. Die Welt verdüstert sich. Man kommt immer weiter weg von anderen und es fällt auch immer schwerer, auf andere zuzugehen. Und was mich jetzt auch wirklich überrascht hat in dem Kapitel, es gibt so eine landläufige Meinung, wenn man nur irgendwie bürgerschaftlich engagiert wäre, wenn man mal rausging, wenn man mal vom Sofa hochkäme, dann wird es doch gut gehen und dann wäre das auch vorbei mit der Einsamkeit. So ist es aber nicht. Also wir konnten tatsächlich sehen, dass sehr viele Menschen in Sportvereinen sind, dass sie sich bemühen. Also das ist auch sehr, sehr menschlich, dass uns dieses Gefühl der Einsamkeit eigentlich in Aktion bringt. Also wir gehen los, rufen eine Freundin an, gehen ins Stadion. Aber es gelingt eben nicht immer. Und dann erfährt man immer mehr Ablehnung und dann verdüstert sich eben auch die Welt. Soweit erstmal. Vielen Dank. Auch da gäbe es noch ganz viel. Vielen Dank, Claudia Neu. Es gibt bestimmt Fragen im Publikum. Ich sehe den Herrn da und da. Was halten Sie denn davon, wenn Sie genauso wie unsere Autorin einfach mal kurz hier vorkommen? Und mit Blick auf die Uhr, wir versuchen uns kurz zu fassen, aber bitte, der Stuhl ist Ihrer.
Ja, erst vielen Dank für die wirklich dichte Vorstellung innerhalb von anderthalb Stunden, so viel Daten und alles so eloquent vorgetragen. Das muss ich schon, ist schon bewundernswert. Ich habe aber jetzt eine politische Frage, und zwar, das ging ja meistens jetzt über das unternehmerische Selbst. Ja, da könnte man ja zugespitzt sagen, der klagt im Grunde die Legitimationsgrundlagen unserer kapitalistischen Marktwirtschaft ein und er ärgert sich über die Verletzung dieser Grundlagen, A, durch den Sozialstaat, durch eine Transferleistung an leistungslose Leistungsträger sozusagen. Ja. Was natürlich ausgeblendet wird, ist sozusagen die Form, dass durch leistungslose Einkommen natürlich auch dieses System infrage gestellt wird. Das mal als Hintergrund frage ich jetzt, wie schätzen Sie, die gerade ja in der Friedrich-Ebert-Stiftung sind, den Respektdiskurs der Sozialdemokratie, der ja am Wahlkampf ziemlich stark war, natürlich jetzt ziemlich nachgelassen hat, aber der Respektdiskurs auch von Scholz, auch in seiner Begründung mit seinen Büchern über Meritokratie, ja, ist ja im Grunde ein Gegenbeispiel. Und jetzt ist die Frage, das wäre ja sozusagen die politische Schlussfolgerung, kann dieser Diskurs, der Respektdiskurs, wenn er wirklich ernsthaft geführt würde, von der Sozialdemokratie, kann der diese unternehmerische Selbst mit seiner Radikalität zurückdrängen oder läuft der ins Leere? Vielen herzlichen Dank für die gute Frage. Und ich möchte sogar ergänzen, was hat kritische politische Bildung damit zu tun? Weil wir sind nun, also hier sitzen jetzt drei Wissenschaftlerinnen, nicht die Politik, aber ich glaube, die Frage können wir schon noch mal in die politische Bildung drehen. Kritik an bestehenden neoliberalen Vorstellungen ist ja einer der Aspekte, die du sehr stark gemacht hast in dem Bildungskapitel. Genau, stimmt. Das Wort fiel jetzt heute irgendwie noch gar nicht so richtig, aber tatsächlich, als ich denn euer Kapitel gelesen habe, konnte ich gar nicht anders, als irgendwie nochmal deutlich zu machen, dass wir wahrscheinlich auch wirklich sowas wie eine kapitalismuskritische Bildungsarbeit brauchen. Also was jetzt nicht heißt, irgendwie, wir wollen nicht die DDR wieder haben oder sowas, aber tatsächlich der Blick auf Strukturen, also ich finde, dass eure Ergebnisse das sehr deutlich gemacht haben und mich wundert, dass jetzt in dem Zusammenspiel der Ergebnisse auch nicht, warum gerade junge Menschen so anfällig sind, weil es ja tatsächlich diejenigen sind, also die sehen ja auch, dass sie vom Markt wahrscheinlich noch am wenigsten zu erwarten haben. Also egal, worauf sie irgendwie gucken, aber dass eigentlich die Marktversprechungen, woran vielleicht die Eltern oder die Großelterngeneration noch geglaubt hat, das schwindet gerade alles so ein bisschen. Das legitimiert überhaupt nicht rechte Einstellung oder rassistische Einstellung. Aber wenn die Zusammenhänge durch alle Alterskohorten sichtbar sind, dass natürlich aber diese Grundangst, also diese Entsicherung da besonders stark ist, finde ich jetzt nicht so verwunderlich. Und ich finde auch, dass dieser Diskurs, und zwar nicht nur mit Blick auf die Einstellung, wie wir sie jetzt in der Bundesrepublik Deutschland erhoben haben, sondern auch, wenn es um Fragen wie Klimakrise geht und sozial-ökologische Transformation, kommen wir eigentlich nicht umhin, als eben kapitalistische globale Verhältnisse zu diskutieren. Also das auch zu analysieren und das auch kritisch zu machen, weil wir sonst überhaupt nicht, also wenn es um globale Solidarität geht, um das echte Anerkennen und Durchsetzen von Menschenrechten, wird es gar nicht anders funktionieren, als eben auch kritisch auf solche Verhältnisse, auf Herrschafts- und Machtstrukturen irgendwie zu gucken. Und ich glaube, das ist etwas, also das konnte man auch ganz, ganz lange gar nicht sagen. Und selbst in der Politikwissenschaft war das, also Kapitalismus, analytisches Arbeiten, also das, man hätte sich eher die Zunge abgebissen, als diesen Begriff in den Mund zu nehmen. Und ich glaube aber, wenn wir ehrlich sind, und wir sitzen jetzt hier eben auch in einer Stiftung, genau, SPD-nah, dann sind es ja eigentlich auch ganz ureigene Werte eben auch dieser Partei. Und da ist, glaube ich, jetzt so zwischen Staatssozialismus und krassem neoliberalen System, da ist noch ganz viel. Und wir haben das vorhin ganz kurz mal besprochen. Es fehlt, glaube ich, tatsächlich an ökonomischen Gegennarrativen. Also es fehlt tatsächlich an Angeboten. Also weil man ja das Gefühl hat, also wenn ich nicht neoliberal aufgestellt bin, so läuft das hier irgendwie gerade alles, dann habe ich auch keine wirkliche Alternative. Und das ist, glaube ich, ein Auftrag an Politik. Ich schaue meine Geschäftsführerin an, wir arbeiten dran. Wir haben ein paar Vorschläge. Amelie, spielt Respekt in eurem Kapitel oder in der Frage nach entsicherter Marktwürdigkeit eine Rolle? Weil die Frage ja ganz konkret nach Respekt doch war. Anerkennung? Also wir haben das jetzt konkret in unserem Artikel nicht aufgegriffen, aber ich konnte meinem
dem Fragestellenden da auch nur zustimmen. Mhm. Und ich würde sagen, das ist auch, daran muss sich Politik auch bemessen und das kann Leute auch wieder einfangen. Und eben, wir haben gesehen, es gibt eine Abkehr von diesem unternehmerischen Universalismus und eine deutliche, die konnten wir uns nicht erklären im ersten Moment und die hat uns auch wirklich erstaunt. Und ich würde sagen, da ist eine Leerstelle entstanden und man darf das jetzt eben nicht rechten, rechtspopulistischen Kräften und Akteuren überlassen, ja, Ersatzobjekte dieser Ablehnung und Abwertung auszurufen, die dann vermeintlich dafür als Sündenböcke herhalten müssen, wenn es eigentlich um andere Fragen der Gerechtigkeit und der Ungerechtigkeit geht. Vielen Dank. Die nächste Frage bitte. Ja, ich habe noch mal ins Buch geguckt und kein Kapitel zur Jugend gefunden. Von daher vermute ich mal, dass Sie auch ein bisschen überrascht waren, dass es da eine Zunahme gibt. Vielleicht hätten Sie da noch mal genauer hingeguckt. Aber deswegen hoffe ich jetzt sozusagen hier in der Runde noch mal ein paar Hinweise zu bekommen. Gut, jetzt ist N 2000, dann wissen wir, wie viele überhaupt befragt wurden und wie schwer das ist. Aber mich würde tatsächlich noch mal interessieren, war auch ein, also wenn Jugend ist ja so ein Sammelbegriff oder junge Erwachsene auch, also wie ist das mit Menschen mit eigener Migrationsgeschichte, Migrationsgeschichte in der Familie, waren Unterschiede feststellbar, weil klar ist irgendwie darauf zu verweisen, es hat irgendwas mit Corona zu tun, erstmal naheliegend, aber gibt es aus der Studie heraus weitere Hinweise, warum dieses Ansteigen gerade bei Jüngeren so feststellbar ist, weil damit, glaube ich, wir alle ja nicht in dem Maße gerechnet hätten. Vielen Dank. Ich glaube, Beate, das kannst du am besten, ne? Und vielen Dank schon mal für die Frage. Ja, vielen Dank. Ja. Also so ganz unerwartet war es nicht, denn wir hatten den Trend schon seit einigen Mittelstudien so angedeutet gesehen. Übrigens auch aus ähnlichen Studien konnten wir das schon ablesen. Also der starke Anstieg bei den jungen Leuten ist nicht ganz überraschend, es folgt eher einem gewissen Trend. Ich wiederhole nochmal, es ist ja keine Jugendstudie, wir haben ab 18 Jahren befragt und ich würde gerne nochmal etwas ergänzen. Wir haben jetzt auf die Zeit der 2000er geschaut und ihr habt über neoliberale und Marktförmigkeiten gesprochen. Wir haben aber natürlich auch was anderes. Wir haben in den letzten Jahren einen lauten und aggressiv gewordenen Populismus, mit dem die jungen Leute bespielt worden sind. Und zwar online, aber auch offline. Das ist die Welt, in die die hineinsozialisiert worden sind politisch. Und wir haben Grund zu der Annahme, dass junge Leute da noch mal ein bisschen, ich sag mal, direkter drauf reagieren, auch vielleicht noch mal ein bisschen ungeschminkter und unbedarfter auch das aufnehmen und dann auch dann sagen, weil sie eben keine, ich sag mal, das ist die Welt, in die sie hineingeboren sind, und das ist ihre Umgebung, in die sie hineingeboren sind. Und so sagt man das halt. Man schimpft halt, ich sag mal, ganz pauschal auf die da oben. Man wiederholt auch, wir haben ja sowieso nichts zu sagen, ohne eigentlich schon mal herausgefunden zu haben, welche Möglichkeiten der Teilhabe gibt es denn? Denn wir wissen, wenn wir ehrlich sind, ja eigentlich sehr viele Möglichkeiten. Jede Partei, jede Gewerkschaft, jede NGO freut sich, wenn man mitmacht. Also vielleicht haben wir hier auch ein Kommunikationsproblem, hier vielleicht haben wir aber auch ein, und das gilt jetzt nicht für die jungen Leute, sondern das gilt für andere auch ein gewisses, das müssen wir vielleicht viele von uns, ja, uns auch an die eigene Nase fassen, ein gewisses Bequemlichkeitsproblem, denn Demokratie ist ja anspruchsvoll. Ja. Demokratie braucht Teilhabe, braucht aber nicht nur die Möglichkeit zur Teilhabe, sondern braucht auch das Mitmachen. Und deswegen würde ich gerne noch mal einen kleinen, ich sag mal, anderen Punkt an der Stelle machen. Ich glaube, die Kunst ist ja, ihr hattet den Punkt der Reflexion angesprochen, auch der Reflexion über kapitalistische Zusammenhänge, aber gleichzeitig sehen wir, dass wir ja auch mit der Demokratisierung eben nicht, wir haben Menschen, die sind mündig und die wollen auch mündig sein und die wollen auch Verantwortung übernehmen. Und wie kriegen wir die Kunst hin, Verantwortung zu übernehmen, ohne eine Marktlogik zu folgen, jeder ist seines Glückes Schmied, im Positiven, aber überspitzt gesagt, wer sich nicht gut verkaufen kann, ist selber schuld, so wie ihr das erfasst habt. Und gleichzeitig wegzukommen, das ist jetzt ein kleiner Seitenhieb auf die SPD, wenn ich das darf, ein bisschen wegzukommen von diesem, wir schaffen Sicherheit und ihr braucht nicht und wir sorgen um euch. Das geht nicht. Erst wir können keine vollständigen Sicherheiten schaffen, das ist ein Versprechen, das ist ein leeres Versprechen, sondern wir müssen Leute befähigen und unterstützen, sozusagen selber aktiv zu werden. Und viele Leute wollen das ja auch inzwischen, weil das ist ja auch das, was Demokratie mitgebracht hat. Im Grunde genommen zu sagen, ich kann was, ich will was, ich habe auch Kompetenzen, das möchte ich auch tun. Von daher ist das so ein bisschen bei den jungen Leuten
Und da werde ich jetzt auch noch mal einen zweiten, ich sag mal, Wasser in den Wein gießen. Wir haben vor kurzem eine andere Studie gemacht, tatsächlich mit jungen Leuten vom Progressiven Zentrum zusammen mit Claudia Neu und Maike Luhmann über extrem einsame Jugendliche und Radikalisierung. Und da haben wir etwas gefunden, was uns wirklich überrascht hat. Wir haben das 10-mal nachgerechnet. Gerade die politisch selbstwirksamen jungen Leute, die sich politisch selbstwirksam fühlen, da fühlen sich nämlich auch einige selbstwirksam, das sind diejenigen, die besonders populistisch sind. Die sind nämlich dann selbstwirksam und populistisch. Da musste ich immer so ein bisschen an die Putin-Jugend denken. Die ist auch total selbstbewusst, die ist auch engagiert, die macht das auch ehrenamtlich, nur leider ist sie oft trotzdem nicht demokratisch. Dankeschön für diesen extra Einblick, das war sehr spannend. Harald, kurze Frage. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, wie viel über Jugend und politische Bildung die Rede ist. Ja. Ich habe Andreas Zick ist noch da, er ist ganz hinten, aber ich war dankbar auch für seinen Impuls, den ich ausdrücklich bestärke. Also wenn die Friedrich-Ebert-Stiftung jetzt bald fördert, eine Studie zu politischen Einstellungen von jungen Leuten, dann freuen wir uns alle sehr und ich glaube, es ist dann auch sehr hilfreich. Die Jugendstudie der FRS gibt es schon. Schaut mal online beim Jugendportal. Nur zu. Wenn ich was übersehen habe, tut es mir leid. Warum ich hier aber vor allem sitze, Franziska, und in der politischen Bildung. Die Problemlage ist klar und wird im Turnus beforscht. Was sollen wir tun? Ich glaube, das ist uns noch nicht so ganz klar. Nebenher gesagt, ich bin tätig für einen Verein seit 20 Jahren, Cultures Interactive. Wir sind Teil des Bundesprogramms Demokratie leben. Ja? Und im Demokratiefördergesetz hat ja das Wort der politischen Bildung auch eine ziemliche Konjunktur erfahren. Wir stellen fest, vor allem im ländlichen Raum, vor allem in Ostdeutschland, auch in Osteuropa, wo wir tätig sind, wir erreichen die jungen Leute mit der politischen Bildung nicht mehr. Ja? Und wir stellen auch fest an den Kollegen aus der politischen Bildung, die wissen das im Grunde schon sehr lange. Man weiß noch nicht so genau, was man um Himmels Willen tun soll. Und es wäre jetzt der zweite Seitenhieb auf die SPD. Mit Kapitalismuskritik, so sehr uns das freut, werden wir die auch nicht hinterm Ofen hervorholen. Also ist also die Frage, was haben wir noch in petto? Ich mache es ganz kurz, ja, und schließe hier auch. Vielen Dank, Harald Weinberg. Direkt an dich, Sabine, und vielen Dank für die Frage. Ich weiß jetzt nicht, wer von Ihnen beiden die Ersten war. Einfach kommen Sie einfach vor. Politische Bildung, wie erreichen wir die jungen Leute? Glaube ich, ganz gut deutlich gemacht, was für ein Bild von politischer Bildung immer existiert. Also als ob man da die jetzt so einlädt und dann erklärt man denen nochmal was ist Kapitalismus und wie kritisiert man das und dann macht man nochmal was zu Wahlen oder so. Genau, und das ist, glaube ich, überhaupt nicht das Selbstverständnis von politischer Bildungsarbeit. Das ist so ein ganz antiquiertes Bild, wie das so zu laufen hat. Und ich denke, also da hat sich auch ganz, ganz viel getan und so versteht sich politische Bildung auch nicht. Ich hatte das vorhin so ganz kurz angedeutet, dass im Grunde genommen die Teilnehmer selbst und die Kinder und Jugendlichen selbst eigentlich ihre Themen setzen. Also oft ist ihnen gar nicht klar, dass das politische Bildung ist. Und oft sitze ich auch mit Thomas Krüger von der Bundeszentrale für politische Bildung in irgendwelchen Diskussionen. Am besten, man benennt es auch gar nicht als politische Bildung, wenn man mit dem politische Bildung macht. Also weil das total stimmt, der Begriff ist total uncatchy. Und ich glaube, dass daher kommt auch diese neue Entwicklung zum Begriff der Demokratiebildung oder was auch immer. Ne? Also da gibt es gerade ganz, ganz, ganz viel. Also insofern kann ich dem nur zustimmen, darum geht es gar nicht, sondern es geht halt eigentlich darum, was stört mich hier gerade vor Ort? Also was möchte ich eigentlich anders machen und wo kann dann politische Bildung darin begleiten? Also wo kann sie eigentlich helfen? Also so ein bisschen, um jetzt so mal in der Antike zu schweben, so ein meiotisches Prinzip, also tatsächlich zu helfen, eben mündig werden und das, was eigentlich auch selber umgesetzt werden möchte oder also das zu politisieren. Also dass es eben nicht bei Form von Lebenshilfe stehen bleibt, sondern wirklich zu überlegen, was heißt es eigentlich, wenn ich an Strukturen irgendwie etwas ändern möchte. Und es darf tatsächlich auch Spaß machen. Also man hat ja auch immer das Gefühl, am Ende, da muss irgendwas abtestbar sein oder so, ja, dass sie das jetzt wirklich verstanden haben, was in Artikel 20 oder so steht. Und das ist keine politische, also das ist zumindest nicht die politische Bildungsarbeit, wo irgendjemand glaubt, dass man damit Menschen für Demokratie begeistern kann. Also insofern, also danke für die Frage. Und so sollte es eben auch eigentlich genau nicht sein. Vielen Dank. Wir haben noch ein paar Minuten. Ich sehe auch noch mindestens eine Meldung. Gibt es wirklich nur Männer, die sich trauen? Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Ich werde es versuchen, sehr kurz zu machen. Ich habe eine Verständnisfrage nochmal zu den entsicherten Marktförmigen, ist der Begriff. Habe ich das richtig verstanden? Das sind also Menschen, die einerseits also sehr stark im Prinzip der Marktlogik folgen, also Eigenverantwortung, Wettbewerbsorientierung und so weiter, und andererseits aber verunsichert sind oder von Krise betroffen sind. Also das ist jetzt die erste Assoziation, die ich jetzt hatte, war, dass das Menschen sind, die sozusagen das Gefühl haben, sie können vielleicht nicht mithalten, eigentlich genau in diesem Wettbewerb, an den sie aber gleichzeitig glauben, was sozusagen, wenn man es jetzt ein bisschen psychologisieren würde, ja so eine Interpretation nahelegen würde, wie so, also ich mache das jetzt mal sehr umgangssprachlich, sie fühlen sich irgendwie als Versager und das zu Recht. Also das, weil sie ja gleichzeitig an diesen Wettbewerb so glauben, was ja dann wiederum nicht, zum Beispiel nicht ist wie Deprivation, wo man ja denkt, ne, ich habe das eigentlich nicht verdient, dass ich wenig kriege. Und also das wäre die Frage, habe ich das richtig verstanden? Und natürlich wäre die Frage daraus, was sagt uns das eigentlich? Stichwort, sei es nochmal irgendwie Kapitalismus, kritische Bildungsarbeit oder wie auch immer. Also was sagt uns das eigentlich über unsere Gesellschaft? Und wenn ich darf, eine ganz kurze zweite Frage. Aber ganz schnell. Ganz schnell. Auch nochmal Thema die jungen Erwachsenen, was ja sehr schockierend ist. Und ich habe jetzt auch so, da steckt auch schon ganz viel drin in dem Buch, so gedacht, auf Anhieb kommen einem ja so 2, 3, 4 Hypothesen in den Kopf, womit man das mal so Interaktionseffekte testen müsste, sei es irgendwie Jugendeinsamkeit, Jugendkapitalismusglaube oder wie auch immer. Da einfach nur die Frage, was gibt es da vielleicht schon, was haben Sie sich schon angeguckt und was erwartet uns noch? Die Frage würde ich vielleicht auf den Main nachher verschieben, weil das einfach, ist es keine Jugendstudie? Vielen Dank trotzdem vor allem für die super Erklärung der entsicherten Marktförmigkeit. Applaus. Ja. Genau, also ich versuche es auch super zusammengefasst, also gut aufgepasst. Das war, genau, also ja, das meint das eben genau, und damit geht eben, das haben wir auch im Text ausführlicher geschrieben, auch eine Kränkung und eine Scham einher, und gerade deswegen ist es, ja, würde es mit einem zusätzlichen Gesichtsverlust und quasi einer zusätzlichen Entsicherung einhergehen, wenn man sich davon abwendet. Also gerade bei den Personen, die da so extrem mit identifiziert sind. Und daher, um da sozusagen eine Vermeidungsstrategie anzuwenden, werden eben diese Ersatzobjekte der Abwertung und der Aggression ausgerufen. Und die machen, das macht es so einfach, da anzusetzen. Ganz kurz. Vielen Dank. Ja, Axel Saalheisser, Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft, Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt. Also vielen Dank den Autorinnen und den Co-Autorinnen der Herausgeberschaft der Stiftung. Die Befunde sind erschreckend, sie sind keineswegs unerwartet oder neu in dem Sinne, dass es eine Entwicklung gibt, die sich da abzeichnet. Und ich will gar kein Co-Referat halten, sondern ich habe noch mal eine Frage, die vielleicht auch für einige Anwesende interessant ist. Ich habe noch keine Zeit gehabt, leider heute reinzugucken in die Studie, heute früh. Und deswegen meine Überlegung, die These ist ja, dass diese Einstellungen schon angelegt sind und jetzt veröffentlicht werden durch den Rechtspopulismus, durch die Agitation, durch die sozialen Medien und so. Das ist eine These. Die Gegenthese wäre der Ansteckungseffekt, ja, in Krisenzeiten, dass eben diese erschreckenden Einstellungen, ihre Zunahme tatsächlich eben eine Veränderung des Verhaltens bewirken oder beziehungsweise eben auch der Überzeugung und Deutung. In dem Zusammenhang wollte ich einfach mal fragen, haben Sie Einstellungen zu Political Correctness und zu sozial erwünschten Antwortverhalten erhoben, und wie haben die sich jetzt verändert gegenüber den letzten Messungen? Ich glaube, das geht an dich. Dankeschön. Vielen Dank, Axel. Ja, danke. Ich weiß, dass ihr das in der getan habt. Wir haben das nicht diesmal nicht gemacht. Wir haben das schon mal in der Vergangenheit versucht. Es ist ja methodisch bekanntlich nicht einfach, soziale Erwünschtheit zu erfassen. Ich würde bei deinen beiden Thesen sagen, beides geht miteinander einher. Auf dem Weg der Radikalisierung, wir haben die schlummernden Ressentiments, die seit Jahrhunderten sind. Wir haben den laut gewordenen Populismus, der aggressiv geworden ist in den letzten Jahren. Da müssen wir uns ja übrigens auch nicht wundern, wenn wir die jungen Leute damit bespielen seit vielen Jahren. Das ist ein Lerneffekt. Das übernehmen die dann halt. Und jetzt denken wir, jetzt müssen wir politische Bildung machen, damit sie darüber reflektieren. Das ist ja eigentlich ein Witz, ne? Wir lassen zu, dass sie seit vielen Jahren bespielt werden. Jetzt mache ich die Klammer da wieder zu den jungen Leuten zu. Aber wir haben eine Radikalisierung, die beobachten wir ja schon seit vielen Jahren. Wir haben den
auch selbstbewusst gewordenen inzwischen Rechtsextremismus, der das nicht mehr hinter vorgehaltener Hand macht. Also wir haben die Bewegung in beide Richtungen. Wir haben also, wenn wir uns das als Eisberg vorstellen, um das Aufgreifen schlummernder, ich sag mal, Ressentiments, auch schlummernder Narrative des Populismus, und es wird aufgeheizt. Und wir wissen aber schon aus der letzten Mittestudie, der vorletzten Mittestudie, ich glaube, Andreas, die beiden Andreas haben es mal analysiert, auch aus eigener, in dem Fall Armut, prekärer Lage, ganz wichtig, wird nicht automatisch eine rechtsextreme Einstellung. Das würde jeder, ich sage das mal salopp, all die Verkäuferinnen furchtbar Unrecht tun, die viel schuftet und gleichzeitig nicht zum Rechtsextremismus ist, obwohl sie benachteiligt ist und es kein ganz einfaches Leben hat. Das bedeutet, das ist ein Kurzschluss. Und dieser Kurzschluss wird immer wieder gesprungen. Armut ist für sich ein Problem. Es ist schlimm für arme Leute, es ist eine Schande für so ein reiches Land, aber nicht, weil diese Leute dann automatisch rechtsextrem sind. Der Job, den der Populismus macht, und das können wir ja seit einigen Jahren sehen, ist, das dann zu kollektivieren, auf die kollektive Ebene zu heben. Und hier kommt dann kommen die Krisen ins Spiel. Eben gar nicht so sehr die persönliche Krisenbetroffenheit, die ja nur rund ein knappes Drittel teilen, sondern dieses vage Menschen wie ich oder Deutschland ist betroffen. Und das ist das Spiel des Populismus, hier in diesem Wagen anzuheizen, das Gefühl des Kollektiven, nicht das zu bekommen, was einem vermeintlich zusteht, ungerecht behandelt wert zu sein, und zwar nicht individuell, sondern kollektiv irgendwie diffus bedroht zu werden und dann einfache Sündenböcke anzubieten. Also das heißt, das geht ja, und das können wir ja nun beobachten, das machen ja auch Leute, die im Feld sind und tatsächlich auch Agitation sich anschauen, wie das durchaus miteinander einhergeht. Super, fast eine Punktlandung. Ich habe noch zwei To-Do-Punkte und wir sind 8:02. Also ich bin begeistert. Vielen Dank für die interessanten Fragen. Vielen Dank für eure wahnsinnig wertvollen Antworten. Ich freue mich schon jetzt auf die vielen Veranstaltungen, die wir alle in diversen Zusammenhängen noch in den nächsten Jahren mit der Studie machen dürfen. Ich würde gern nochmal zu Sabine Ajour wandern. Wir haben jetzt viel über Jugend und Bildung gesprochen, aber in dem Kapitel, was du uns auf den Weg gegeben hast, geht es ja auch um demokratische Strukturen in anderen Plätzen. Vielleicht kannst du darauf noch mal kurz eingehen, und dann sind wir nämlich auch wieder bei diesem kritischen Umgang, auch mit der Frage, wie geht man mit Armut um. Wir haben ein wundervolles Kapitel mittendrin zu Kinderarmut im Buch, darf ich sehr empfehlen. Vielleicht kannst du darauf noch mal ein bisschen eingehen. Genau, also genau, man hat ja immer so den Reflex, wenn man denn solche Ergebnisse sieht, genau, auf die politische Bildung zu kommen. Deshalb gibt es ja auch das Kapitel von mir am Ende. Genau, aber man muss sich natürlich bewusst machen, mit der klassischen politischen Bildung erreicht man vor allem genau die jungen Leute, die wir hier nicht befragt haben, aber über die man immer so schnell spricht. Die Frage ist natürlich, was heißt das aber eigentlich so für Menschen wie uns, also die nicht mehr in Schule gehen und die ja auch rechtsextreme Antworten und Einstellungen teilen. Genau, und also, um auch nochmal das Konzept von politischer Bildung aufzumachen, ich hatte das vorhin schon mal angedeutet, wenn wir über Räume sprechen, also das ganz häufig, also wo machen wir eigentlich Demokratieerfahrung oder wo machen Menschen Demokratieerfahrung? Und ne, also man hat immer so ein sehr formales Bildungsbild oder formale Bildung, die natürlich dann durch solche Veranstaltungen auch stattfindet, aber es gibt eben auch diese vielen Möglichkeiten von nonformaler und informeller politischer Bildungsarbeit, und ganz häufig sind das eben die Dinge, wenn ich mir Verwaltung angucke, wenn ich mir Schule angucke, Elternarbeit in der Kita, keine Ahnung, mein Berufsleben, also vielleicht nicht meins an der Uni, das ist total undemokratisch, aber also vielleicht in anderen, genau, in anderen Institutionen oder in anderen Arbeitsumfeldern, genau, und da ist ganz viel Potenzial für Demokratisierung. Also, und auch das geben Zahlen her, dass man sieht, dass Menschen, die die Erfahrung machen, dass sie mitbestimmen dürfen, dass sie Solidarität erleben, dass sie teilhaben können, also dass sie Prozesse mitgestalten können, dass die dann auch stärker menschenfeindliche und rechte Einstellungen ablehnen. Und das sind so Dinge, also ich glaube, wenn wir alle irgendwie an Behördengänge irgendwie denken, wenn wir dann auch noch an Flucht- oder Migrationskontexte denken, was das eigentlich mit Menschen auf den unterschiedlichsten Ebenen dort macht, was für Erfahrungen man da macht, die meistens nicht demokratisch sind, das hat natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Also wir hatten das letzte Mal in der letzten Studie, in der geforderten Mitte, war das Thema Rassismus nochmal ganz stark, und da gibt es natürlich auch viele politische Instrumente, um das stark zu machen. Also Antidiskriminierungsgesetze, die auch damit einhergehen, zum Beispiel Mitarbeitende in
Behörden in Schulen tatsächlich auch so zu schulen, dass sie diskriminierungssensibel sind. Also wie ermögliche ich das eigentlich den Menschen, die zu mir kommen, also das, was man da gemeinsam eben klären muss, dass das eben auch auf Augenhöhe und auch demokratisch passiert. Also bis hin zu, was vielleicht nochmal ganz andere Felder sind, aber auch wenn ich an Einsamkeit und abgelegene Räume irgendwie denke, gerade auch in ländlichen Räumen, dass Strukturen, die vor Ort sind, also wie Feuerwehr oder wie Kirche, Jugendarbeit, also was noch da ist in diesen ländlichen Räumen, dass da vielleicht auch so ein stärkeres Bewusstsein dafür da ist, dass man auch so ein bisschen politische BildnerInnen ist. So, also überall, wo Menschen zusammenkommen, wie schafft man das eigentlich da, diese demokratischen Strukturen nochmal zu fördern? So, und da ist meines Erachtens ganz, ganz viel möglich und ich weiß, da passiert auch gerade ganz viel in der Projektförderung. Das ist eigentlich ganz spannend. Genau, und das sind halt tatsächlich auch nochmal Möglichkeiten, wo ich halt für plädieren würde, da ist halt ganz, ganz viel Luft nach oben für eine breite demokratische und politische Bildung. Vielen herzlichen Dank. Mein letzter To-Do-Punkt ist, Nico Mokros hier nach vorne zu bitten. Ja, Nico, du darfst gerne den Weg hier nach vorne machen, bitte. Während Nico den Weg nach vorne macht, kann ich noch mal auf das Kapitel mittendrin hinweisen, was Suad Lamrobal geschrieben hat. Andreas Zick hat es schon erwähnt, aber sie schreibt ganz explizit auch über Fortbildung für Behördenmenschen, über Rassismus in Ausländerbehörden, aber auch natürlich über die Überforderungen und die Strukturen, die ja auch zu Überforderungen im Amt führen. Von daher auch sehr lesenswertes Kapitel. Nico, du hattest dich vorhin so ein bisschen davon gestohlen, weil du noch ein Interview geben musstest, als wir hier die Einzelautorinnen gewürdigt haben. Nico Mokros ist der Gesamtprojektkoordinator an der Universität Bielefeld beim IKG, hat versucht, diese ganzen Fäden, die FES und die ganzen Wissenschaftlerinnen zusammenzuführen mit dem Verlag und der Grafik. Und erstens gebührt Nico, dass er immer noch steht und lebt, tatsächlich einen Applaus. Und ein großer Dank. Und ich habe eine Frage an dich. Jetzt schlafen wir dann noch irgendwann alle mal eine Woche im Stück, wenn es gehen würde. Aber danach, mit Abstand vom Buch, wo hast du jetzt am meisten Lust, weiter zu forschen? Die Frage haben wir jetzt wirklich nicht kommen sehen. Nee, war auch nicht abgesprochen. Also was mich heute, glaube ich, am meisten beschäftigt hat den Tag über und was ich finde, ich habe jetzt nicht alles mitbekommen, was hier gerade besprochen worden ist, leider. Aber was, finde ich, ein bisschen zu kurz kam am heutigen Tag, so, wo es viel um rechtsextreme Einstellungen geht, war für mich vor allem der Zusammenhang zu sozialer Ungleichheit. Und ich glaube, da ist noch ganz viel Potenzial drin, sowohl für Debatten, aber auch für die Forschung. Und wir sehen das in den Ergebnissen eigentlich relativ klar und sprechen da sehr wenig drüber, dass eigentlich soziale Ungleichheit ein sehr starker Treiber sein kann für demokratiegefährdende, illiberale Einstellungen. Und ich glaube, das ist noch ein großes Feld und da traut sich vielleicht auch niemand so richtig ran, weil es auch schwierig ist, darüber zu sprechen. Ihr habt gerade das Thema Armut noch ein bisschen, habe ich gehört, besprochen. Es ist nicht einfach, auch der Klassismus, den wir jetzt nochmal so mit dem Begriff auch aufgenommen haben. Ich glaube, auch über den sollten wir nochmal reden und nochmal genauer hinschauen, was das eigentlich bedeutet. Und ich glaube, da in Ausgleichsprozesse zu kommen, das ist auch schon eine Antwort auf wahrscheinlich eine rechtsextreme Entwicklung, die wir jetzt in diesen Krisenkontexten erleben. Vielen Dank, Nico. Ich darf jetzt das Mikrofon an meine Referatsleiterin Dr. Stefanie Elis übergeben. Ich glaube, das Rednerinnenpult wäre ein sehr geeigneter Ort. Und während sie nach vorne läuft, kann ich mich auch nochmal bei der Unterstützung bei all meinen Kolleginnen und Kollegen bedanken. Die haben nämlich alle hier richtig mitgeholfen, namentlich vor allem Caroline Paschedak und Charlotte Domberg und natürlich das ganze Referat. Stefanie, the floor is yours. Ja, eigentlich bleibt mir nur noch, und ich möchte auch diesen Abend nicht weiter überstrapazieren, wir haben so viel gehört, wir haben so viel gelernt, wir haben so viel mitgenommen, was uns auch hoffentlich anregt, tatendurstig jetzt zu sein, um auch ein paar von diesen Ergebnissen nochmal andersrum zu drehen, in den nächsten 2 Jahren den Turbogang anzusetzen, mindestens.
Deswegen, was mir jetzt noch bleibt, ist einfach Dankeschön zu sagen. Ich möchte mich sehr, sehr herzlich bedanken, stellvertretend bei den Herausgeberinnen Andreas Zick und Beate Küpper und Nico Mokros, bei allen Autorinnen damit eingeschlossen, für diese unfassbar intensive Arbeit, die hier heute hervorragend präsentiert worden ist und ich glaube, alarmierend genug ist, um uns allen klarzumachen, was in den Ergebnissen alarmierend genug ist, um uns klarzumachen, warum es so wichtig ist, dass die Ebert-Stiftung diese Mitte-Studie alle 2 Jahre herausgibt. Und last but not least möchte ich mich bei Franziska Schröter ganz besonders herzlich bedanken. Franziska, du hast hier echt viel Herzblut reingepackt. Das nicht nur, du hast auch ganz schön heißen Ritt gehabt zwischendurch. Du bist mal ausgefallen für ein paar Wochen, krankheitsbedingt. Das hat trotzdem geklappt, das hinzubekommen. Dass du hier noch stehst und lebst, das ist ganz besonders hervorzuheben. Und deswegen ganz, ganz herzlichen Dank. Und jetzt können wir das ein bisschen feiern, hoffe ich. Ich möchte im Namen der Stiftung und unseres Vorstandes ganz herzlich einladen zu einem kleinen Snack und ein paar Getränken. Lassen Sie es noch ein bisschen sacken und kommen Sie ins Gespräch mit allen. Einsamkeit ist ein Faktor, den wir heute Abend auflösen werden, hoffentlich. Und ich hoffe, dass wir in guten Gesprächen landen und tatendurstig weitermachen. Vielen Dank. Vielen Dank, Stefanie. Und es gibt ja einige, die sich gut bei uns auskennen. Die Getränke gibt es heute ausnahmsweise mal nicht da, sondern in die Richtung raus. Das kann nämlich sehr verwirrend sein, wenn man öfter bei uns ist. Wir bauen gerade unser Foyer um. Also bitte nach hinten ins Bistro. Genießen Sie noch den Abend. Vielen Dank. Danke.